In GTA 5 hat ein neues Apple-Autohaus eröffnet und diese Apple-Autos kosten alle über 10 Millionen Dollar. Und deshalb werden diese Autos auch extrem gut bewacht mit richtig vielen Securities. Wir werden heute versuchen, alle Apple-Autos zu klauen. Lass dein Like und dein Abo da. Let's go! Hey Leute, Crimex hier. Was geht ab, ihr Paul Berger? Ihr habt es gerade schon gehört. Wir wollen heute alle Apple-Autos in GTA 5 klauen. Hier hat nämlich so ein extrem krasses neues Apple-Autohaus eröffnet und die Autos sind richtig krass wertvoll, Leute. Ich will die auf jeden Fall heute alle klauen und deswegen habe ich mir schon einen richtig guten Plan überlegt, Leute. Und zwar, wir werden da jetzt einfach mal hinfahren und einfach mal so machen, als wollen wir uns da mal umgucken, Leute, damit wir eventuell schon mal sehen, wie viele Securities da sind und wie viele Überwachungskameras und so. Wir können ja einfach mal so machen, als wären wir irgendwie so interessiert und wollen uns ein Auto kaufen. So, lasst natürlich immer erstmal ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze wie immer feiert, Freunde. So, dann gehen wir da mal rein. Ja, hallo, guten Tag, Jungs. Moin, moin, moin. So, ich gucke... Stopp. Ich will nur nach Autos gucken. Ja, alles gut. Nee, warten Sie. Haben Sie den Entry-QR-Code? Was? Entry-Eingangs-QR-Code? Seit wann brauche ich einen QR-Code, um in ein Apple-Autohaus gehen zu können? Sorry, bei uns sind nur exklusive QR-Code-Member. Das heißt, exklusive Apple-auserwählte Kunden von Apple. Ja, warte, alles gut. Ich kann euch das zeigen, Leute. Wisst ihr was? Ich hole jetzt mal kurz einfach mein Handy raus und dann werde ich Ihnen einfach irgendeinen QR-Code zeigen. So, zack, hier habe ich doch zufälligerweise den Apple QR-Code. Genau, habe ich doch nur vergessen, dass ich den hatte. Was hat denn da für ein Prüfgerät, Leute? Der checkt das ja sogar richtig. Sorry, aber der QR-Code ist nicht valibel. Was? Scheint irgendein anderer QR-Code. Aber ich bin doch ein guter Kunde. Ich habe auch ein iPhone und alles. Und ich will mir doch nur ein Auto kaufen. Ja, das reicht nicht. Sie müssen ausgewählt werden von Apple persönlich. Alter. Sie müssen eine Bewerbung schreiben in Apple, dann sich auf eine Warteliste schreiben. Warteliste? Und wenn das Ganze dann klappt, natürlich. Ja, gut, dann ich will eure Autos auch gar nicht. Müllautos. Ja, besser für Sie, Sie fahren einen kleinen Lamborghini. Einen kleinen Lamborghini? Der sagt zu mir, kleiner Lamborghini? Ey, Leute, diese Apple-Autos, die sind so krass wertvoll und gehypt. Ihr merkt das schon. Die lassen mich nicht mal in die Nähe der Autos, um die anzugucken. Okay, wir wollen die ja sowieso klauen, Leute. Aber jetzt haben wir natürlich das Problem, Freunde, dass ich jetzt hier gerade gar nicht weiß, wie viel Securities da so drin sind. Ich meine, ein bisschen was sehen wir hier schon durch die Fenster, Leute. Da sind echt richtig viele Sicherheitsleute drin. Und ich weiß noch nicht, wie viele Kameras und so weiter. Guck mal, auf dem Dach, die haben da sogar einen Helikopter stehen. Aber, Freunde, ich habe eine richtig gute Idee. Und zwar, ich werde die jetzt erstmal ein bisschen ausspähen, Leute. Wir gehen jetzt mal hier kurz auf das Dach gegenüber. So, weil, Leute, ich kann da jetzt nicht einfach so hingehen und direkt hier anfangen, Autos zu klauen und weiß da gar nicht, was abgeht. Ihr merkt, das ist nämlich hier richtig Hochsicherheit, Leute. So, wir gehen da jetzt einfach mal hier auf das Dach hoch, schnappen uns unser Scharfschützengewehr und werden die erstmal ein bisschen ausspähen, ja? Vielleicht können wir ja die ein oder andere Schwäche entdecken, wie wir da reinkommen, weil aktuell lassen die uns ja nicht mal in die Nähe der Autos. So, zack, wir nehmen uns jetzt hier mal ein Scharfschützengewehr raus. Okay, also wenn ich das hier richtig sehe, stehen auf jeden Fall allein schon immer mal zwei Securities hier am Eingang. Die sitzt auf dem... Oh mein Gott, Leute. Guckt euch das hier mal an. Wie viele Wachen haben die denn allein auf dem Dach stehen? Also das wird heute auf jeden Fall echt kein Kinderspiel werden, Leute. Okay. Bleibt auf jeden Fall dran, wenn ihr sehen wollt, wie wir das Ganze hier versuchen. Okay, das Ding ist, ich könnte jetzt verschiedene Arten versuchen, da reinzukommen. Wir können abwarten, bis es hier vielleicht ein bisschen dunkel wird und nachts einbrechen. Oder ich kann versuchen, mich als Security... Oh, Leute, das ist eine richtig gute Idee. Ich werde versuchen, mich als Security auszugeben. So, wir müssen nur abwarten. Wie können wir einen von denen bei der Tür da vielleicht irgendwie weglocken, Leute? Das ist das Ding. Wenn wir es irgendwie schaffen würden, dass einer seine Position verlässt, dann können wir den einfach ausschalten, schnappen uns die Kleidung von dem. So, und dann werden wir uns einfach als Security tarnen. Au, okay, Leute, komm, wir gehen jetzt mal wieder an den Eingang und dann versuche ich die da mal wegzulocken, Leute. Let's go. Oh, Leute, okay, ich weiß schon genau, wie ich die ablenken werde. Ich werde den einfach irgendwie erzählen, dass da hinten gerade am Hintereingang irgendjemand einbrechen will oder so. Leute. Hilfe, Überfall. Ihr werdet ausgeraubt gerade. Da hinten, Hintereingang, da versucht jemand einzubrechen. Ganz, ganz wichtig. Geht mal schnell nach da hinten. Schauen. Check, ist alles klar? Check, kein Problem. Sorry, aber das war ein falscher Alarm. Wenn Sie nicht sofort das Gelände verschwinden, werde ich Ihnen einen platten Reifen schießen. Nein. Ja, alles gut, ich geh. Hey, die haben einfach Funkkontakt mit den anderen und haben das gecheckt. Ey, Leute, das ist zu schwer, da reinzukommen. Und alle auf einmal ausschalten kann ich auch nicht, das sind zu viele. Okay, warte, ich muss es anders probieren. Ich werde jetzt mal noch ein bisschen mehr provozieren, Leute. Wisst ihr was? Die kennen mich jetzt mittlerweile schon, deswegen muss ich mir mal schnell eine Maske jetzt anziehen. So, jetzt sehen wir doch wie ein richtiger Einbrecher aus. Und jetzt werde ich hier einfach so machen, als wäre ich der übelste Samsung
Samsung-Fan, Leute. Schreibt mal in die Kommentare, benutzt ihr eigentlich eher Apple- oder Samsung-Handys, Leute? Oder beziehungsweise Android oder iPhone? So, warte mal, und zwar, jetzt werde ich die hier so ein bisschen provozieren. Ich mache jetzt so, als wäre ich hier so ein Hooligan. Ey, ihr da, Apple, Schmutz, viel zu teuer. Samsung, Android, Beste. Okay, sehr gut. Der verfolgt mich. Leute, okay, perfekt. Der Plan geht auf. Zack, jetzt gehen wir hier schön um die Ecke mit dem. Ja, komm doch, verfolgt mich doch. Ja, komm doch her. Und... Bam! So. Ja, bleib schön liegen, Junge. Bleib besser liegen. Und so, und... Bam! Okay, jetzt sind wir ganz auf Nummer sicher gegangen. Den haben wir einmal ausgeschalten, Leute. Und jetzt würde ich sagen, schnappen wir uns mal kurz in seine Kleidung. Oh mein Gott, Leute. Wir haben uns einfach die Kleidung von dem Typen geschnappt. Wir sehen jetzt einfach aus wie der. Und jetzt werde ich einfach so machen, als wäre ich da eine von den neuen Wachen oder so. Vielleicht werde ich ja gar nicht gefragt. Und wenn jemand sagt, ich höre mich anders an, dann sage ich, ich bin hier der Neue. Ich wurde angestellt. So. Ja, ich habe den Hooligan da ausgeschalten. Ja. Sehr gut. Den habe ich erledigt, ne? So, sehr gut. Ah, dieser Samsung-Trottel. Ja, genau. Immer diese Android-Nutzer da. So, ich guck mich mal innen drin um. Oh. Ja, mach das. Leute! Alter, guck mal, der Typ sieht hier ein bisschen anders aus. Ich glaube, das ist hier der Security-Chef oder James, so. James, Sie sind an die Tür zugeteilt. Was machen Sie hier? Ja, genau. Ich wollte nur gucken, ob hier innen drin alles gut ist. Ja. Alles gut. Oh mein Gott, Leute. Was? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ey, Leute, ich habe allein auf einen Blick hier 6, 7 Securities gesehen. Ach, du heilige Freunde. Okay, das kann ja was werden. Aber ich würde sagen, wir müssen jetzt hier mal langsam anfangen, das erste von diesen teuren Apple-Autos zu klauen. Das sind nämlich die, die da hier drin stehen. Das sind hier nämlich die zwei auf der Seite. Und das hier ist das teuerste. Das ist das originale Apple-Auto. Alle haben über 1000 PS und werden für 10 Millionen Dollar gehandelt. So, jetzt müssen wir aber hier langsam mal anfangen. Da vorne ist der Security-Chef. Okay, wir gucken mal, wo der so hinläuft. Wenn der wegläuft, dann werde ich jetzt hier einfach anfangen, alle auszuschalten. Ist mir egal. Dann breche ich. Ich überfalle jetzt hier einfach alle. Okay, Leute, wenn ich jetzt hier gleich rumballer, wird wahrscheinlich direkt der Alarm angehen. Und wahrscheinlich wird auch direkt die Polizei kommen. Aber ich werde es jetzt riskieren. 3, 2, 1 und tut mir leid. Weg mit dir. Okay, wir stürmen jetzt rein. Wir stürmen jetzt rein, Leute. Oh mein Gott, Leute, müsst ihr schneller ausschalten. Wow! Schnell, alle weg machen. Oh, wir stehen unter Beschuss, Leute. Und die Polizei ist auch schon auf dem Weg. Los. Oh, das ist gar nicht gut, das ist überhaupt nicht gut. Leute, die Bummis hauen sich ja gegenseitig weg. Okay, zack, alle ausgeschaltet. Wir werden jetzt hier das erste Apple-Auto klauen. Guckt euch mal an, wie krass das hier aussieht. Einsteigen und schnell losflitzen. So, hier raus. Oh mein Gott, Leute, Polizei ist auch direkt schon hier. Okay. Halten Sie das Fahrzeug an. Alter, die machen hier schon Funksprüche. Die drehen hier völlig durch. Nein, die haben mir auch Platten geschossen. Ich habe jetzt schon Platten mit diesem Apple-Auto. Oh, Polizei ist ja total lost. Ey, die 5 Sterne, die werden wir ja direkt los. Guck mal, die blinken ja jetzt schon. Oh nein. Vor mir sind die wieder. Nein, oh mein Gott, die habe ich schon wieder gesehen. Okay, da habe ich mich gerade zu früh gefreut. Oh, aus dem Weg. Oh, komm, Leute. Wir müssen hier irgendwie versuchen, mit dem ersten Apple-Auto abzuhauen. Oh, komm. Und hier. Nein. Ich kann das Ding hier kaum noch steuern. Ich habe komplett Platten. Oh mein Gott, das war's. Oh, Leute, wir haben komplett 4 Platten. Das ist ja total Müll. Ich dachte, die Apple-Autos wären richtig krass. Warte mal, ich kann doch vielleicht hier mit der Siri reden. Vielleicht hat das irgendeine Spezialfunktion. Siri, hallo? Hallo. Siri, bitte einmal Reifenreparatur aktivieren. Reifenreparaturservice wird aktiviert. Oh, sehr gut, Leute. Leute, ich bin auch viel zu langsam. Siri, einmal Vehicle God Mode aktivieren und einmal bitte Schnelligkeit erhöhen. Vehicle God Mode wird aktiviert. Oh. Schnelligkeit ebenso. Oh. Halten Sie den Wagen an. Wow, Leute, ich war über 300. Okay, danke, Siri. Okay. Leute, jetzt müssen wir natürlich hier noch die 5 Sterne loswerden. Komm. Oh mein Gott, ey, aber die Polizei ist auch wirklich hartnäckig. Am Anfang dachte ich, die wären totale Bummis. Aber die sind gar nicht mal so schlecht hier gerade, die 5 Sterne. Wow, komm. Aber Leute, GTA 5 OG-Trick. Immer erstmal auf den Berg hochfahren, das ist immer gut. Und dann müssen wir uns nämlich nur noch um den Helikopter kümmern. Ja, die Sterne blinken. Wir müssen jetzt eigentlich nur hier warten und hoffen, dass der Heli nicht hier hinkommt. Dann ist alles gut, Leute. Ey, das Fahrzeug geht jetzt auch wirklich gar nicht mehr kaputt, weil wir einfach den God-Mode aktiviert haben. Zu nice. Oh Gott, vor mir und hinter mir Helikopter. Nein. Wir dürfen hier nicht in die Linie von denen kommen. Oh,
Okay, okay, okay. Komm, komm, komm. Bitte, bitte, bitte. Gleich sind wir die Sterne los. Gleich sind wir die Sterne los. Ey, die Autos werden echt zu krass geschützt hier, die Apple-Autos. Oh, ihr seht hier auf der Minimap, Leute. Ich weiche hier die ganze Zeit diesen Balken aus. Gleich haben wir es, gleich haben wir es, gleich haben wir es. Oh mein Gott, ja, wir haben es geschafft. Die Polizei ist abgeschüttelt und wir haben das erste 10 Millionen Dollar Apple-Auto geklaut. Ich würde sagen, Freunde, wir werden das jetzt mal schnell verstecken und machen dann weiter mit dem nächsten. Let's go. Okay, Leute, wir sind jetzt hier wieder auf Position. Da ist das Apple-Auto-Haus, Leute. Die haben jetzt sogar Schutz von der Polizei. Fahren Sie sofort weiter, die Straße ist abgesperrt. Sofort weiter, Ermittlungsverfahren. Okay, alles gut, ich fahre direkt weiter. Ey, Leute, die drehen ja völlig durch jetzt hier. Guckt euch das hier mal an, deswegen stehen ja auch keine anderen Autos. Oder die Straßen sind komplett leer. Die haben einfach wegen den Apple-Autos die ganze Straße hier gesperrt. Ey, Leute, wenn ich mich da nur näher, dann werde ich hier direkt schon von der Polizei bedroht. Sogar FIB haben die da am Start. Okay, Leute, das könnte jetzt ziemlich schwer werden. Ich meine, wie soll ich denn da in die Nähe kommen, wenn ich direkt hier schon anvisiert werde von denen? Warte mal, ich muss mir das hier nochmal aus der Entfernung angucken. Die haben hier wirklich die ganze Straße gesperrt. Die drehen echt völlig durch. Okay, 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 Leute, ihr seht, die haben hier auf jeden Fall Unterstützung vom FIB jetzt. So, aber wie sollen wir dann sonst hier reinkommen? Securities auf dem Dach? Warte mal, Leute. Vielleicht ist das unsere Taktik. Wenn wir uns hier nicht in die Straße reinfahren lassen, dann holen wir uns einfach einen Helikopter und kommen über die Luft. Okay, Leute, wir werden uns jetzt mal schnell einen Heli besorgen. Let's go. Okay, Leute, ihr könnt schon sehen, wir haben jetzt hier einfach unseren eigenen Helikopter geholt. Und vor uns hier ist dieses Apple-Autohaus. So, da müssen wir jetzt drüber fliegen. Vielleicht schaffe ich es ja irgendwie auf dem Dach zu landen, kann dann da die ganzen Securities ausschalten und werde dann übers Dach da reingehen, Leute. So, okay, wir sind jetzt hier gleich drüber. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt versuche ich hier zu landen. Okay, okay, okay. Ich gehe jetzt hier langsam runter. Hö, Leute, was? Warum haben wir jetzt 5 Sterne direkt check, auf einmal check, bekommen? Wir haben ein verdächtiges Flugzeug im Landegebiet. Check, check. Sofort in Betracht ziehen, das Flugzeug abzuschießen. Ich wiederhole, das Alter. Flugzeug abschießen. Leute, was ist das denn? Nur weil ich hier drüber fliege, habe ich 5 Sterne bekommen. Die haben mich direkt bemerkt. Ey, Freunde, okay, so schwer war das noch nie, Autos zu klauen. Okay, 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 Leute, was sollen wir machen? Ich muss erstmal diesen einen Heli jetzt hier loswerden. Wow. Bam. Nimm die Rakete hier, Junge. Oh nein, die hat nicht getroffen. Die hat nicht getroffen. Okay, ich muss erstmal versuchen, diesen Polizeiheli loszuwerden, bevor die mich hier runterschießen. Mein Helikopter qualmt nämlich schon. Die machen voll den Schaden an meinem Heli. Nein, 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 nein. Ich treffe den nicht. Ich treffe ihn nicht. Ich treffe ihn nicht, Leute. Die weichen immer aus. Die weichen immer aus. Bam! Nimm das, Junge. So, und jetzt würde ich sagen, jetzt habe ich eh schon 5 Sterne. Das heißt, wir müssen jetzt ganz schnell machen. Okay, jetzt machen wir Action, Leute. Jetzt machen wir voll Action. Ist mir egal, ob ihr hier seid. Oh mein Gott, die schießen hier schon auf mich, die schießen hier schon auf mich. Okay, 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 und... Der Helikopter ist gelandet, wir brauchen Verstärkung. Zack, 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 zack. Oh mein Gott, schnappen wir, der ist hier gelandet. Okay, zack, 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 einer weg, einer weg, einer weg. Aber hier war doch noch ein zweiter, da ist er. Komm doch, komm doch. Okay, zack, weg, weg, weg. Gut, Leute, wir haben jetzt hier oben auf dem Dach alle ausgeschalten. Wir gehen jetzt schnell runter, wir gehen jetzt hier schnell runter. So, zack, und zwar nämlich hier hinten durch diesen Hintereingang, beziehungsweise Garageneingang. Und, okay, so, sehr gut, sehr gut, sehr gut, Leute. Gut, hier ist alles clear, Leute. Und reingehen, reingehen, reingehen. Wir werden jetzt gleich das zweite Auto klauen. Wir verlieren auch die 5 Sterne, das ist auch gut. So, Tor aufschießen, Tor aufbrechen. Warum geht das Tor nicht auf? Nein, 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 die haben das Tor verriegelt, die haben das Tor verriegelt. Tor verriegelt, wir haben das Tor verriegelt. Nein, 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 das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Schnell, 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 wir müssen da jetzt rein, wir müssen da rein, bevor da noch mehr kommen. Oh mein Gott. Zack, 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 alle ausschalten, alle ausschalten. Okay. Da sind noch welche. Zack, 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 okay. Leute, nein, 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 da wartet noch einer auf mich. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, okay. Okay, ganz entspannt, Leute. So, wir müssen ihn da schnell ausschalten, müssen ihn da schnell ausschalten. Schnappt ihn euch! So. Und nächsten weg, nächsten weg. Oh mein Gott. Okay, zack, Leute. Wir klauen jetzt schnell das nächste Auto, bevor die hier wieder Verstärkung bekommen. So, schnell, 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 da unten das Auto rein. Oh. Wir brauchen wieder Verstärkung. Nein, 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 nein. Alle Einheiten, alle Einheiten. Oh, Leute, nein, 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 die haben das Tor hier verriegelt. Wie soll ich denn hier rauskommen? Das ist gar nicht gut, das ist überhaupt nicht gut. Warte mal, ich muss hier versuchen, durch die Tür rauszukommen. Ey, nein, die kriegen schon wieder Verstärkung, die kriegen schon wieder Verstärkung. Ey, komm, das muss doch hier irgendwie gehen. Ja, komm. Oh mein Gott. Und raus, 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 raus. Let's go. Wow, 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 wow. Nein, ein Polizeiheli ist schon wieder da. Komm, weg, weg, weg. Schnell weg hier. Alter, Leute, guckt euch das hier mal an. Das ist ein Mercedes-Benz-Apple-Konzept-Zukunftsauto. Wie krass ist das denn? Oh, oh, Straßensperre. Schnell ausweichen. Oh mein. Hör, was ist das?
Wer hat mich gerammt? Nein, Leute, was ist das denn? Oh, 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 ich glaube, das sind die Spezial-Apple-Einheiten. Das sind die Spezial-Apple-Sicherheitsdienste. Sie haben keine Chance, wir haben sie. Nehmen Sie die Hände in die Luft. Wow, 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 wow. So, komm, wir müssen jetzt hier richtig schnell wegziehen. Wir müssen jetzt richtig wegziehen. Siri, Geschwindigkeit erhöhen. Geschwindigkeit wird erhöht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Danke, Siri. Und jetzt müssen wir hier ganz schnell loswerden. Ganz schnell los. Zack, zack, zack. Leute, jetzt weiß ich aber, warum die Apple-Autos so teuer sind, weil die Siri einfach absolut alles einstellen kann. Oh, nein. Nein, 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 nein. Ich hänge fest. Was ist das denn? Was ist das denn? Oh, steigen Sie aus dem Wagen aus. Oh, Freunde, ich weiß echt nicht, was ich hier gerade machen soll. Ich wiederhole, wir versuchen, Ihnen den Weg abzuschneiden. Oh mein Gott, Leute. Nein, 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 nein. Ich meine, mein Auto hält zwar gut was aus, aber ewig viel hält das auch nicht aus. So, komm, komm, komm. Ich muss hier echt mal langsam jetzt abschütteln. Vielleicht auf dem Highway, Leute. Vielleicht kann ich hier auf dem Highway loswerden. Und okay, so, Siri, jetzt Geschwindigkeit, Maximalgeschwindigkeit. Geschwindigkeit Maximum wird durchgeführt. Okay. Sehr gut, sehr gut. Nein, 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 nein. Ich baue aber auch die ganze Zeit Unfälle hier. Ah, ey, die machen mich hier richtig fertig, Leute. Warte mal, ich habe eine Idee, wie wir die loswerden könnten. Ey, wenn das klappt, dann wäre richtig krass. Siri, Flugmodus aktivieren. Flugmodus wird aktiviert. Oha, das funktioniert ja wirklich. Und wir testen es. Oh, oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, Siri, Flugmodus deaktiviert. Oh, oh mein Gott. Okay, das Fliegen war mir ein bisschen zu krank, Leute, sage ich euch ehrlich. Aber wir müssen natürlich trotzdem jetzt hier noch die 5 Sterne und diese Apple-Polizei loswerden. Oh Gott, wo hänge ich denn jetzt hier drin? Schnell, schnell, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. Oh. Ey, Leute, nein, 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 nein. Ich hänge fest, ich hänge fest. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Ich muss hier raus. Nein, 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 da oben ist schon die Polizei, da oben ist schon die Polizei. Komm, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. Oh. Ey, Leute, warte mal. Wisst ihr was? Ich habe noch eine Idee. Bis jetzt konnte Siri ja hier wirklich alles machen. Ich probiere mal was. Siri, Unsichtbarkeitsmodus aktivieren. Check, check. Unsichtbarkeitsmodus wird aktiviert. Oha! Oha, Leute, was? Ey, wir haben einfach den Unsichtbarkeitsmodus an und guckt euch das an. Die Polizisten laufen hier einfach alle rum und die sehen mich nicht. An alle Apple-Einheiten, wir haben den Verdächtigen verloren. Hier sind sogar die Apple-Autos. Hier sind sogar die Apple-Autos und die können mich einfach nicht sehen. Oh, komm, okay, wir fahren mal hier ganz entspannt weiter. Also ich muss sagen, dieser Unsichtbarkeitsmodus gefällt mir richtig gut. Ey, jetzt muss ich aber ehrlich sagen, jetzt verstehe ich auch, warum diese Apple-Autos so teuer sind. Die können ja alles, die können sich einfach reparieren, unsichtbar machen, alles, Leute. Die sind übelst krass, aber ich würde sagen, wir werden jetzt mal noch unser zweites Auto verstecken und dann, Leute, werden wir das letzte Apple-Auto klauen. Let's go. Okay, Leute, jetzt werden wir versuchen, das dritte Apple-Auto zu klauen und... Hä? Leute, seht ihr das? Da ist ja gar keine Security mehr auf dem Dach, keine Polizei hier. Was ist denn da los? Und warte mal, ist da hinten nicht das Apple-Auto, das dritte, was wir klauen wollen? Warte mal, was machen die denn da? Lass mal ganz kurz belauschen, Freunde, bevor wir da überhaupt irgendwas machen. Warte mal, ich muss da mal näher ran, um zu hören, was die da reden. Was sagen die denn da, Leute? So, also, sie werden das Fahrzeug jetzt rekrutieren in den geheimen Apple-Bunker. Ich habe EMP-Waffen dabei. Wir können die ganzen Anhänger und die Diebe eliminieren, ja? Sir, jawohl, Sir. Okay, fahren Sie los. Ich werde erstmal die ganze Elektrizität hier stoppen. Was? Oha! Okay, ey, die Leute drehen hier völlig durch. Die haben jetzt irgendwie hier das Militär zur Hilfe sich geholt und wollen jetzt das Auto in den geheimen Apple-Bunker bringen. Ich glaube, da ist das Ding so gut bewacht, dass wir es da gar nicht mehr klauen können. Das heißt, Leute, wir haben eigentlich nur eine Option. Oh, warte, die dürfen mich nicht sehen. Wir haben eigentlich nur eine Option. Und zwar, wir müssen jetzt versuchen, das Auto während dem Transport zu klauen. Ey, deswegen war da auch gerade gar keine Polizei, keine Security mehr gewesen, weil die das Auto direkt wegbringen wollen. Okay, 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 wir müssen jetzt hier aufpassen. Ich darf hier nicht zu sehr auffallen. Die bringen das Auto aus der Stadt raus und ich sehe schon, die bringen da das, also die beschützen das auf jeden Fall noch mit einem Fahrzeug. Die eskortieren das hier. Okay, das heißt, wir müssen die Stück für Stück am besten auslöschen. So, wir warten mal kurz, bis wir aus der Stadt raus sind. Hier ist mir zu viel Polizei, hier direkt gegenüber vom Polizeirevier machen wir auf jeden Fall hier keine Action. Sonst kriegen wir direkt hier wieder 5 Sterne. So, erstmal schön verfolgen und jetzt würde ich sagen, wir werden jetzt anfangen, die mal anzugreifen. So, und zwar der Urus kriegt jetzt erstmal Platten geschossen in 3, 2, 1 und... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh. Okay, komm, 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 komm. Oh nein, wir dürfen natürlich auch nicht das Apple-Auto aus den Augen verlieren. Wir müssen gucken, wo die hinfahren. Der will mich hier ausbremsen. Schnell hinterher. Ey, oh, komm, 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 komm. Jetzt will, die wollen abhauen, die wollen abhauen. Oh nein, nein, nein. Oh, ich hab den so gecrashed. Nein, okay, der ist wieder auf den Rädern. So, jetzt reicht's mir so. Weißt du was? Du kriegst jetzt hier erstmal, oh, der kriegt jetzt hier erstmal eine schöne Haftbombe. Nein, der hat mir einen Platten gemacht.
Der hat mir einen Platten geschossen. Nein, 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 nein. Ich verliere das Apple-Auto, Leute. Ich verliere das Apple-Auto aus den Augen. Ey, komm schon. Geht doch mal aus dem Weg jetzt hier. Oh, nein, nein. Ey, ich habe auch einen Platten, Leute. Es ist so schwer, mit einem Platten zu fahren. So, komm, komm, komm. Wo sind die hingefahren? Ey, das darf doch jetzt hier nicht wahr sein. Das darf doch jetzt hier nicht wahr sein. Leute, wenn die gleich in dem Apple-Bunker ankommen, dann war es das komplett. Warte mal, die können hier aber nur gerade ausgefahren sein. Die können hier... Okay, da vorne, ich sehe die wieder, ich sehe die wieder da vorne. Sehr, sehr gut, Leute. So, da ist das Apple. Da ist dieser Typ, da ist der Typ, der das Auto beschützt. Und... Ey, Bro, der weicht aber auch wirklich die ganze Zeit aus. Jetzt habe ich dich, jetzt habe ich dich. Und tschüss! Bam! So, okay, der ist schon mal weg. Jetzt müssen wir natürlich nur noch den Transporter überfallen. Oh, bitte, bitte, bitte ist der noch nicht beim Apple-Bunker. Oh mein Gott, ey, mein Auto fährt gar nicht mehr. Ey, das ist so schwer. Ich drehe mich hier die ganze Zeit nur. Ey, komm, Leute, ist aber auch wirklich so schwer, hier mit zwei Platten zu fahren. Ey! Warte mal, kriegen die hier schon wieder Unterstützung? Da ist einer gerade so ganz komisch gefahren. Oh, da vorne sehe ich das Auto. Ich sehe das Auto, Leute. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir müssen da hinterher, wir müssen da jetzt hinterher. Ah, Mann, ey, man kann gar nicht mehr fahren hier. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Oh mein Gott, nein. Ey, da ist jetzt schon wieder ein neuer Gegner. Ey, ich drehe durch, ich drehe hier durch, ich drehe hier durch. Ich drehe hier durch. Warte mal, ich muss den Platten schießen, damit der nicht mehr abhauen kann. Ah, Mann, ey, Leute, der beschützt das Auto so gut. Ey, das war wirklich noch nie so schwer, Autos zu klauen wie heute. So, was willst du? Was willst du hier? Wer da jetzt hinterher ist, mir egal. Der kriegt jetzt erstmal Platten geschossen. Der Transporter kriegt... Aus dem Weg! Ey, es blockieren mich auch noch die NPCs. Ey, das gibt's nicht, das gibt's nicht. Die haben hier einen Bugatti. Ah, du kriegst auch erstmal Platten geschossen. So, oh... Oh, wir stehen unter Beschuss, wir stehen unter Beschuss. So, zack, jetzt erstmal schön Platten. So, und jetzt, zack, jetzt kümmere ich mich mal um den nächsten. Fahren Sie sofort weiter, fahren Sie sofort weiter. Weiter, weiterfahren, weiterfahren. Ey, die beschützen das Auto aber wirklich gut hier. Das muss ich denen lassen. Komm, fahr durch. Bam! So, ey Leute, mein Urus ist so Schrott, mein Urus ist so Schrott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich kann das Ding hier gar nicht mehr fahren. Ja, okay, jetzt rammt mich auch noch ein NPC, perfekt. Die NPCs beschützen auch noch die Apple-Autos, das gibt's ja nicht. Aber okay, alles gut, alles ist gut. Jetzt ist nur noch der Transporter. Jetzt ist nur noch der Transporter, Leute, der hat auch Platten, der kann auch nicht mehr so schnell sein. Den müssen wir uns jetzt nur noch schnappen, den müssen wir uns jetzt hier nur noch schnappen. Oh Leute, da vorne ist er. Oh nein, der fährt hier in die Militärbasis rein. Ich muss ihn abhalten, davon in die Militärbasis reinfahren. Oh mein Gott. Unterstützung. Oh mein Gott, die wollen das Ding in die Militärbasis reinfahren. So, so, so. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid, aber ich brauche das Apple-Auto. Bleiben Sie auf dem Berg stehen, bleiben Sie auf dem Berg stehen. Wir holen es runter, wir holen es ab. So, bam. Okay, sehr gut. Ey, nein, 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 das Militär will das Auto retten. Ey, nein, 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 Leute, die wollen sich das Auto holen. Das Militär will sich das Auto holen. Nein, 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 ey, ich muss das verhindern, ich muss das verhindern, ich muss das verhindern. Nein, 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 die haben das, die haben das, die haben das. Freunde, nein, ey, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Ey, nein, sie haben sich das wiedergeholt. Ey, Freunde, wisst ihr was? Dann werde ich das Apple-Auto halt nicht kriegen, aber ihr kriegt's auch nicht. Boom! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, Leute, wir haben vielleicht nicht alle Apple-Autos geklaut, aber wenigstens hat das Militär das Ding auch nicht bekommen. Freunde, wisst ihr was? Ich werde jetzt einfach mal hier abhauen. Oh, Leute, das war zu wild heute. Also das war wirklich zu krass. Moin, hallo? Ja, hallo. Wer bist du denn? Warum sitzt du denn hier auf dem Boden? Ich bin der ursprüngliche Besitzer des Lamborghini-Hauses hier. Habt ihr hier den Besitzer gewechselt oder was? Ich muss hier gerade ein bisschen schauen. Ja, Lamborghini wird es nicht mehr in Los Santos geben hier. Es wird keine Lambos mehr geben? Nein, es ist vorbei. Wir wurden komplett aufgekauft. Was? Ihr wurdet aufgekauft? Okay, ich guck mir das mal an, ja. Hey Leute, habt ihr das gehört? Es wird bald keine Lambos mehr geben. Sie müssen verstehen, ja? Ich weiß gar nicht, ob Sie da rein dürfen. Der Laden ist noch nicht offiziell offen, ja? Ach so, ja, ach, alles gut. Die werden mich schon mögen. Weil da drin. Passt schon. Da ist Tesla jetzt. Tesla? Ja, ja. Tesla, die Elektroautos, es ist vorbei, kein Motor mit V12. Oh mein Gott. Leute, was ist denn jetzt hier los? Ja, danke schön. Aber Freunde, bevor es richtig losgeht, will ich euch jetzt hier mal noch was richtig krasses zeigen. Und zwar, Leute, da drin befindet sich der MSI Fin GF63 Gaming Laptop, Leute. Wir packen ihn jetzt mal gemeinsam aus. Aber Leute, ich sag ganz ehrlich, dieser Gaming Laptop ist so krass, Freunde. Ich will ihn hier gar nicht besudeln mit meinen Fingerabdrücken. Deswegen ziehe ich hier extra meine Samthandschuhe an. Und jetzt packen wir das Ding mal gemeinsam aus. Sieht das hier nicht wunderschön aus, Freunde? Alter, auch diese Gaming-Tastatur. Natürlich wird das Ding hier auch mal direkt gestartet. Guckt euch mal an, wie fett das hier direkt rot leuchtet hier. Also optisch sieht der natürlich schon mal sehr stark aus. Aber Leute, wie das natürlich immer so ist, die inneren Werte zählen. Und dazu kommen wir jetzt.
Und zwar beinhaltet der MSI Finn GF63 einen Intel Core i5-Prozessor der 12. Generation. Außerdem eine Nvidia GeForce RTX 4050 Grafikkarte mit 6 GB Grafikspeicher und dazu auch noch 16 GB Arbeitsspeicher. Also das Teil hier sieht auf jeden Fall nicht nur gut aus, sondern bietet auf jeden Fall auch noch richtig viel Leistung für das perfekte Gaming-Erlebnis für unterwegs. Also ich muss wirklich sagen, mich überzeugt das Teil selbst sogar, weil gerade Games, die ich viel zocke, ihr wisst es, Minecraft, GTA, Fortnite, die sind mit dem Teil auf jeden Fall gar kein Problem. Was mir ebenfalls sehr gefällt, Leute, ist das schlanke Design des Laptops und der ist wirklich auch sehr, sehr leicht. Also zusammengefasst, wir haben hier wirklich einen sehr eleganten Gaming-Laptop mit wirklich guten Specs, Freunde. Und das Ganze wirklich zu einem sehr fairen Einsteigerpreis. Also wer Bock hat, Leute, checkt gerne den MSI Finn GF63 aus. Link in der Videobeschreibung und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hä, Leute, guck mal, hier steht zwar noch überall Lamborghini, weil das noch das Lambo-Autohaus war, aber das wird von Tesla jetzt aufgekauft. Guck mal, hier stehen Teslas rum. Was ist das hier, dieser Tesla Roadster? Da ist dieser Cybertruck, Leute, wobei ich ja sagen muss, der sieht echt cool aus. Dann haben wir hier noch ein Model S, sogar ein Tesla Model S Polizeiauto. Naja, Leute, ich bin an sich jetzt nicht so der größte Elektro-Fan, aber man muss der Sache ja vielleicht eine Chance geben. Moin, Entschuldigung, hallo. Was machen Sie hier? Sind Sie hier der neue Chef, der Autohändler? Security. Security. Security, ja. Ja, du, ich wollte eigentlich mir hier einen Lambo anschauen, aber jetzt seid ihr ja hier. Nee, keine Lamborghinis mehr. Der Laden braucht noch ein bisschen. Wir haben hier exklusive Tesla. Jeffrey, können wir noch ein bisschen die Adressen haben von den nächsten Autohäusern? Ja, natürlich. Wir haben hier gerade einen alten Lamborghini. Leute, das ist doch Elon Musk hier. Dem gehört hier die Marke. Hallo, Elon Musk, hey, hallo. Warten Sie, nicht zu nah treten. Ja, Abstand halten. Können wir ein Bild machen, Elon Musk? Nein, keine Fotos. Der sagt einfach nein, der ist voll abgehoben hier. Okay, ja, aber also ihr habt jetzt hier noch nicht eröffnet, oder was? Es ist jetzt erstmal für Sie hier Sense, ne? Lamborghini-Nutzer wollen wir hier nicht haben. Oh, ich will das nächste Mercedes-Haus kaufen. Ja, richtig, machen Sie den Pass. Der will hier gerade alles aufkaufen. Ja, nur noch Tesla hier. Ja, vielleicht will ich mir ja einen Tesla kaufen, das weißt du doch jetzt hier gar nicht. Elon, haben wir noch einen Tesla zum Verkauf oder sind alle weg? Wer will denn einen Tesla haben? Ja, ich hier, vielleicht will ich ja einen kaufen. Abstand halt mit der Haarfinger hier. Ja, ist ja gut. Gut. Wer bist du? Wir kennen man dich? Ja, ich bin iCrymix, YouTuber. Ja, so ganz kurz. Hallo. Ja, ich brauche einmal Informationen zu einem YouTuber, iCrymix. Danke. Ich will doch hier einfach nur ein Auto kaufen. Was ist denn jetzt hier los? 2 Millionen Abonnenten. Ja, genau. Oh, so eine kleine Zahl also. Ja. Kleine Zahl, Leute? Ich mag am Tag Abonnenten? Mehr Geld, als du Abonnenten hast. Oha. Nein, du kannst dir nichts kaufen. Alter, Leute, der Typ ist ja voll abgehoben, Leute. Lasst jetzt hier mal ein Like und ein Abo da, damit wir endlich mal hier respektiert werden. Naja, okay, gut, dann werde ich halt wieder gehen. Lamborghini ist eh viel besser. Nein, es ist nicht besser. Ey, Leute, schreibt mal in die Kommentare, was findet ihr besser, Tesla oder Lambo? Sollen wir mal einen Tesla zeigen hier, bei einem Rennen? Lamborghini ist eh viel krasser als eure Elektro-Toaster hier. Ich hab nicht so viel Zeit für Schmalspuren. Das ist ein Toaster. Ich kann das erledigen. Das ist ein Toaster auf 4 Rädern hier, das Ding. Will ich eh nicht haben. Ja, machen Sie ihn kurz platt und zeigen Sie ihm, dass er eine Schmalspur ist. Danke. Ja, okay. Sir, dann machen wir ein Rennen um das Auto, ne? Ein Rennen um das Auto? Ich den Roadster. Leute, ich werde den easy abzocken hier. Unser Lambo ist krass getuned. Der war bei Stani Performance damals gewesen. So, komm, dann fahren wir halt kurz ein Rennen gegen den. Müssen ihn hier kurz einmal die Ehre nehmen. So, wir fahren dahin? Ein Drag Race Rennen. Ein Drag Race Rennen. Ja, ja. Okay, gut, dann sehen wir uns gleich am Flughafen. Ja, okay, let's go. So, Leute, hier unser Lambo hier, das ist ein V12 Lambo Power. Wir werden jetzt kurz an den Flughafen gehen und dann werden wir denen mal zeigen, was hier krasse Autos sind. Die sind ja voll abgehoben zu uns, Leute. So, Leute, wir sind jetzt hier im Flughafen angekommen. Jetzt werden wir den mal hier richtig auseinandernehmen. So, zack, da hinten kommt er schon angefahren. Okay, Junge, hier mit deinem Elektro-Toaster. Ja, stell dich mal neben mich. So, Sie wissen schon, dass Sie danach den Lambo verlieren, ne? Nein, ich werde meinen Lambo nicht verlieren. Was hast denn du da für ein Auto? Ein Tesla Roadster ist das. Mansory. Mansory. Roadster Mansory, okay. Na gut, wir machen Track. Track Race, wer zuerst hinten ist, ja? Ja, ja. 3, 2, 1, go! Leute, wie schnell beschleunigt der denn? Mein Lambo ist ja auch voll schnell. Ich meine, wir fahren hier 400. 450. Leute, wie schnell war der denn gewesen? Ey, was war das denn, Leute? Hä? Tja, bitte einmal aussteigen aus dem Lamborghini. Bitte aussteigen kurz. Junge, wie schnell ist denn sein... Leute, ich kann dir nicht mein Lambo geben. Ich kann dir nicht mein Lambo geben. Ey, der schleppt mich ab, Leute. Was soll das denn? Wir verlieren jetzt hier unseren Lambo. Was soll das denn? Ja. Steigen Sie aus. Ist ja gut, ey. Oh, nein. Die ganze fußlaufende Welt abgeschleppt. So, mit dem neuen Tesla Cyber
Abschleppding, ne? Keine Abschleppwagen mehr, sondern nur noch Elektro-Power. Alter. Leute, wir haben einfach unseren Lambo gerade verloren. Wir wollten uns doch ein neues Auto kaufen und stattdessen haben wir alles verloren jetzt hier. Ey, Freunde, wir werden jetzt erstmal nach Hause laufen und uns einen Plan machen. Boah, Leute, ey, ich habe gar kein Auto mehr. Ich habe jetzt hier einfach das Fahrrad von unserem kleinen Bruder Paul Berger genommen, Leute. Ey, wir brauchen auch unbedingt so einen Tesla. Also ich muss echt sagen, ich habe das ein bisschen unterschätzt. Dieser Tesla die, oder so Elektroautos, die sind so, ja übelst schnell in der Beschleunigung. Mercedes ist aufgekauft. Wir nächstes, wenn wir uns BMW Group kaufen hier noch so ein Tesla. Hallo, yo, was geht? Den ich abgezogen habe noch, den Lambo, den habe ich entsorgt. Ich habe doch gesagt, Schmalspur. Hast du mein Lambo entsorgt? Ja, solche Motoren brauchen wir nicht, nur Elektro. Oh, mein Lambo. Die verbrennen und zerstören alle Lambos, die wir und alle anderen Autos. Die haben den verbrannt und zerstört. Der ist weg, Junge. Na gut, was ihr damit macht, ist ja eure Sache. Ich hab den ja gewonnen. Oh Leute, ich wollte ihn zurückklauen. Naja, ich bin aber eigentlich hier, weil ich mir auch so einen krassen Tesla Roadster kaufen möchte. Die sind ja echt schnell, habe ich gemerkt. Kleiner. Ja? Versuch sie gar nicht. Du bist nicht gemacht für ein so Auto. Du bist ein Schmalspurfahrer. Und wir haben am besten ein Fahrrad. Ein Skateboard oder so, das passt. Wie, ich bin nicht dafür gemacht? Guck mal, wie der auf rumläuft und tun, wie ein kleiner Junge. Alter, was, Leute, wie redet der hier gerade mit mir? Ich kann doch selbst entscheiden, was ich für ein Auto haben will und was nicht. Hallo, ich will das Ding jetzt hier kaufen, was kostet der Spaß? So, ich muss weiter, ja, das ist ein Schmalspur-Ding. Alter, was soll das denn? Oha, warte mal, Herr Elon Musk. Was los? Und der Cybertruck hier, der sieht ja auch richtig krass aus. Der soll sogar gepanzert sein, habe ich gehört. Du glaubst aber noch nicht, dass du. Das ist ein One-of-One, nur ich fahr den, ja? Den hat noch niemand, den Cybertruck. Oha. Oha. Na gut, also Sie sind jetzt hier der Autohändler, ne? Ich bin der Security, der auf den Laden aufpasst. Ah. Ja gut, ich möchte jetzt auf jeden Fall hier den Tesla Roadster kaufen. Wo muss ich unterschreiben? Ich zahle auch ein bisschen mehr. Ich will den haben. Sir, wir sind die Zukunft. Bei uns gibt's keine Autoverkäufer mehr. Möchten Sie ein Auto haben? Ja. Dann müssen Sie sich im Online-Formular dafür einschreiben und bekommen den nach Hause geliefert. Was? Und wie lange dauert das jetzt, wenn ich jetzt einen bestellen würde? Ja, Durchschnittszeit 2 bis 5 Wochen. 2 bis 5 Wochen? Ey, das dauert mir zu lange hier. Na gut, okay, dann wir sehen uns. Mach's gut, ciao. Auf Wiedersehen, Sir. Ey, Leute, ey, ganz ehrlich, ich sag euch, wie es ist. Die sind mir da alle zu abgehoben. Ja, der Händler da lacht mich aus, der Elon Musk lacht mich aus. Wir kriegen kein Auto. Die haben mein Lambo zerstört. Mir reicht's jetzt, Leute. Ich werde jetzt heute den Tesla-Laden überfallen, Leute, ja? So, wir werden uns jetzt erstmal kurz hier verstecken. Und ich werde mir erstmal schnell ein bisschen was anderes anziehen, ne? Damit der mich jetzt hier gleich nicht wiedererkennt. Okay, Leute, ich habe mir jetzt hier mal so eine Maske aufgezogen. Damit wird mich auf jeden Fall jetzt hier hoffentlich niemand erkennen. Waffen habe ich auch dabei. Wir müssen das jetzt hier mal abchecken, Leute. So, wir schauen jetzt erstmal mit dem Scharfschützengewehr da drüben rein. Okay, habt ihr den gesehen? Da drüben ist der Verkäufer. Wir müssen jetzt hier den Laden überfallen. Und im besten Fall alle Teslas klauen. Und eventuell müssen wir noch rauskriegen, wo Elon Musk wohnt. Damit wir bei ihm auch den Cybertruck klauen können. Okay, seht ihr hier jemanden? Also ich sehe auf jeden Fall keinen. Wir müssen uns jetzt hier mal ransneaken. Wir gucken mal, ob hier das Garagentor aufgeht. So, zack, geh auf hier, Garagentor. Können wir das vielleicht irgendwie aufbrechen oder so? Oh, es geht auf, es geht auf, es geht auf, es geht auf. Wir gucken hier mal rein. Da steht zumindest schon mal ein Tesla Model S und so ein Polizeiwagen. Wir müssen die Waffe wechseln. Hey, warum geht die Garage auf? Zumachen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, wir müssen da jetzt rein. Wisst ihr was? Warte mal, ich höre da noch jemanden. Haben die auch ein Security? Ich glaube, da hinten läuft noch ein Security rum. Oh mein Gott. Okay, wir müssen uns den jetzt packen. Warte mal, der wird bestimmt hier gleich zum Tor vorlaufen und gucken, warum das nicht geht. Ich muss meine Ölschuhe machen. Da wird mir angezeigt, dass die geöffnet wird. Mach das Ding jetzt zu, Junge. Okay, warte mal, dann können wir den erpressen. Dann können wir den erpressen. 3, 2, 1 und Hände hoch! Hände hoch, das ist ein Überfall! Keine falsche Bewegung. Keine falsche Bewegung. So, Leute. Okay, wir werden den jetzt erstmal schlafen schicken. So, erstmal den Security weg. Okay, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Wir werden da jetzt einbrechen. Okay, da ist der Händler, da ist der Händler hier. 3, 2, 1 und Hände hoch, Überfall! Mach die Waffe weg, mach die Waffe weg! Mach du dich aus dem Staub, Weihnachtsmann! Nein, ich mach mich nicht aus dem Staub. Ich kann nicht, Mann, ich muss es tun, Mann. Das ist, was musst du tun? Wenn du mich kündigen sonst, ha? Bam! So, jetzt machen wir das mal anders. Aufstehen und Waffe weg. Aufstehen und Waffe weg. So. Mein Kopf. Okay, schön hier in die Tür rein. Hier ins Büro rein. Verdammte Sekunden, Mann. Ja, ihr könnt jetzt hier alle mal rausgehen. Raus aus dem Laden hier. Nein, nicht die Kunden, Mann. So, rein da mit dir. Rein da jetzt. Ja. Okay, so. Was willst du, Weihnachtsmann? Weihnachten ist noch nicht. Was ich hier will, das ist eine gute Frage. Wir geben dir einen Tesla, das ist in Ruhe. Ja, ein Tesla. Ich will alle Teslas haben.
Nein, ist zu viel. Ja, ist zu viel. Das werde ich entscheiden, ob das zu viele so sind. So, aber jetzt als erstmal, jetzt gibst du mir erstmal die Adresse von Elon Musk. Wo wohnt Elon Musk? Leute, weil um den müssen wir uns auch noch kümmern. Hendrik, Mann! Hendrik! So, weg mit dem. So, los, her mit der Adresse. Wo wohnt Elon Musk, Junge? Ja, hier habe ich hier. Ist aber schnell hier. Hier, das ist das Einzige, was ich habe, diese Adresse hier am Computer. Okay, okay. So, und du gehst jetzt mal schlafen hier, Leute. Okay. Wir haben jetzt hier alle ausgedockt, Freunde. Wir werden uns jetzt hier mal den ersten klauen. Und wisst ihr was? Ich werde mir jetzt hier mal diesen krassen Tesla Roadster klauen, der einfach hier gerade 800 km/h oder so gefahren ist. Oh, schnell rein da, Leute. Wie kommen wir hier raus? Oh mein Gott, Leute, der Alarm ist angegangen und wir haben 5 Sterne. Oh, wir müssen hier abhauen. Schnell raus hier. Wow. Ey, die Polizei ist jetzt schon da. Ja, ich spreche das NSPD. Wow. Der Tesla, bitte stehen bleiben. Nein. Oh, die schießen auf mich. Die schießen auf mich, die drehen völlig durch. Oh, warte mal, bei mir ist der Wagen jetzt irgendwie hier gerade noch gar nicht so schnell. Wo kann ich denn hier irgendwie so einen Power-Modus freischalten, Leute? Ich muss hier irgendwie die ganze Elektro-Power freischalten. Oh, ich muss abhauen. Das ist gar nicht gut, das ist überhaupt nicht gut. Oh, wir haben 5 Sterne. Bleiben Sie stehen, Sie blauen Tesla. Nein, Leute, ich muss auch schießen. Oh, nein, die schießen mir aber auch hier die ganze Zeit Platten, Leute, die drehen hier völlig durch. Oh, ich weiß nicht, ob wir das schaffen, hier abzuhauen. Herzlich willkommen bei Tesla. Was ist das hier? Hallo? Möchten Sie das Auto redet mit mir. Tesla-Umfang-Paket aktivieren? Möchte ich aktivieren. Oh. Wir können das erreichen. Kaltenreparatur wird eingeleitet. Oha, Leute, der Platten ist repariert. Wow. Ey, der Tesla hat einen Selbstreparaturmodus. Oh, das ist krass. Das ist wirklich krass. Also ich muss sagen, Leute... Panzerung auf 100% aufstufen. Panzerung? Der Wagen hat eine... Panzerung aufstufen. Oh. Ey, Leute, die Autos sind ja übelst krass hier. Ich muss sagen, langsam werde ich hier ein Fan davon. Boah, Panzerung ist auf 100%. Ey, die können uns hier gar nichts. Aktuelle Geschwindigkeitskapazität ist bei 50%. Nur 50%? Möchten Sie schneller fahren? Geschwindigkeit auf 100% hochschießen. 100% wird eingeleitet. Oh mein Gott, Leute. Wow. Oha, Leute! Aber wie schnell kann ich jetzt fahren? Viel Spaß mit dem Tesla! Wow, ey! Wow, der ist jetzt übelst schnell! Boah, der ist mir schon fast zu schnell, Leute! Oh mein Gott! Oh! Komm, können wir hier entkommen? Alter! Leute, der hat einen Selbstreparaturmodus, Panzerungsmodus, kann hier die Geschwindigkeit hochschrauben. Also ich muss echt sagen, die Teslas sind gar nicht mal so schlecht. Wir sind jetzt hier gerade sogar dabei, schon die 5 Sterne zu verlieren. Wir hängen jetzt mal kurz die Cops ab, Leute. Und dann machen wir direkt weiter. Boah, Leute, okay, wir werden jetzt erstmal das erste Auto schnell in Sicherheit bringen. Schnell bei uns in der Garage versteckt, damit das natürlich nicht auffällt, Leute. Aber den Wagen haben wir auf jeden Fall schon mal geklaut. Der war richtig krass. Jetzt fehlen natürlich nur noch der Model S, Leute. Und natürlich der übelst krasse Cybertruck. Okay, wir werden jetzt mal schnell aber unsere Klamotten ausziehen, damit das hier nicht so verdächtig ist. Leute, da ist eine Polizei bei uns. Wir müssen uns schnell umziehen. Okay, Leute, wir haben hier schnell die Maske und so ausgezogen. Da ist Polizei. Guten Tag. Guten Tag, ich bin die Tesla Energy. Guten Tag, Kramix. Ich bin iCramix. Jeffy, guck mal kurz im Haus. Hallo, Sie brauchen Durchsuchungsbefehl. Sie brauchen einen Durchsuchungsbefehl. Haben wir. So, kommen Sie rein. Die PD-Tesla-Einheit. Die Tesla-Einheit? Hat die Tesla jetzt eine eigene Polizeieinheit hier oder was? Ja, wir haben eine eigene Einheit. Und zwar waren Sie heute bei Elon Musk bei unserem Tesla-Store. Boah, Leute, die wissen, dass ich da war. Die verdächtigen mich. Ja, ich war da heute Morgen, ja? Ja, die haben auch zufälligerweise einen Lamborghini dort verloren. Ja, das stimmt. Den habe ich bei einem Wetteinsatz verloren, ja? Sind Sie vielleicht dadurch gekränkt und haben das Tesla Roadster-Modell geklaut? Leute, die verdächtigen mich. Nee, das war ich natürlich nicht gewesen. Ich war den ganzen Morgen dabei, Hausarbeit zu machen. Ich habe den ganzen Morgen Hausarbeit hier gemacht. Ja. Okay, wir dürfen leider noch nicht so viel aufnehmen. Wir fahren rüber zu der Petit-Tester-Einheit zurück. Mhm. Na, Sie sind Verdächtiger. Wenn Sie was wissen, rufen Sie uns an. Ansonsten passen Sie auf, sonst haben wir Sie. Ja, alles klar. Ich empfange hier ein leichtes Signal, aber ist auch nicht stark genug. Oh, die empfangen hier ein Signal, die können den tracken. Elektro-Signal. Leute, das bringt mich hier gerade auf so eine Idee. Wenn wir die ausnocken würden, könnten wir uns einfach als Officer ausgeben und dann, oha, Leute,
Das bringt mich hier gerade zu einer sehr guten Idee. Kevin, wir fahren. Eine Frage hier an die Tesla-Polizei. Ich muss Ihnen vielleicht doch noch mal kurz was zeigen. Was und zwar, denn? Ich habe so einen Tesla hier bei mir in der Garage heute Morgen gefunden. Das Signal wird groß. Ist das zufälligerweise das Auto, was... Hände hoch, Hände hoch! Ah, ja klar, natürlich mache ich meine Hände hoch, ja. Bam! Bam! Liegen bleiben! Ba, 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 ba. Oh mein Gott, haben wir die Hops genommen. Der Tesla ist ja sowieso gepanzert. Ey Leute, und jetzt, wenn wir die beiden hier ausgenockt haben, können wir uns einfach auch als Polizei ausgeben. Ich werde immer schnell die Klamotten von denen schnappen. So Leute, hier, Officer Crimex ist back im Dienst. Jetzt steigen wir hier in das Tesla-Polizeiauto ein, weil das bringt mich direkt schon zur nächsten Idee, wie wir den Tesla-Laden hier hops nehmen können. Und zwar, ich werde mich hier, wie gesagt, einfach als Officer ausgeben und werde sagen, die Polizei braucht ein neues Fahrzeug, Leute. Ja, und dann werden wir einfach das klauen und die werden nicht mal wissen, dass es geklaut wird, weil sie denken werden, die Polizei war es. Let's go! Okay, Leute, wir sind wieder da. Jetzt müssen wir uns natürlich hier richtig gut als Polizei ausgeben, damit das nicht auffällt. So, einmal hier parken. So, und wir gehen rein. Guten Tag, die Herren hier. Ja. Wie können wir Ihnen weiterhelfen? Wie bitte? Wie können wir Ihnen weiterhelfen? Leute, der hat so eine dunkle Stimme, ich verstehe den kaum. Ja, hier LSPD, wir brauchen ein neues Dienstfahrzeug. Bestellung zeigen. Bestellung zeigen? Ja, klar, natürlich kann ich Ihnen die Bestellung sofort geben. Ja, Leute, wir nehmen jetzt hier einfach mal ein Stück Papier raus und hoffen, der kauft uns das ab. Ja, genau, hier ist nämlich die Bestellung hier von meinem Polizeichef. Okay. Genau. Kollege! Oh, Leute, zum Glück hat er nicht gelesen, das war einfach nur meine Einkaufsliste gewesen. Bestellung, PD. Da links, Mann, nimm den PD-Ding. Ja, nee, wir brauchen nämlich ein Undercover-Fahrzeug. Ja, die Polizei hat ja bereits schon sowas. Wir brauchen hier den Model S von Prior Design Tuning. Alan hat mir über X geschrieben, ich soll das Auto wegbringen. Wie, das hier sollst du wegbringen? Ja, ich muss es wegbringen. Da muss wohl ein Fehler vorliegen, weil die Polizei... Nee. Ich bin ja der Polizeichef hier. Yeah, aber die Stadt die braucht neue Dienstwagen. Nee, das haben wir ja schon. Wir brauchen Elon Undercover Musk geht Fahrzeuge. Über euch, Polizisten, haben wir verstanden. Boah, Alan, Leute. Guck mal, der hat mir auf X geschrieben. Der Plan geht nicht so auf. Ja, X, genau, ja, das stimmt. Ich bring das Auto jetzt weg. Oh nein, Leute, der bringt das weg. Wir brauchen natürlich hier diesen krass getunten Model S. Ja, gut, okay, dann werde ich das nochmal mit dem Präsidenten klären. Okay, Leute, wir werden den jetzt mal verfolgen und uns den dann schnappen. Wir brauchen auf jeden Fall noch diesen Model S von Prior Design. Nee, wie, da kommst du hier hin? Boah, ey, Leute, die sind ja hier richtig abgehoben zu den Leuten. Was ist denn los hier? Okay, warte, der fährt hier los und dann schnappen wir uns den einfach. Der will den ja jetzt wegbringen, Leute, der ist natürlich richtig krass getunt. Den brauchen wir safe in unserer Sammlung. Okay, wir bleiben mal hinten dran. Wisst ihr was? Ich bin noch Polizist. Wir werden jetzt einfach mal kurz eine Verkehrskontrolle durchführen. So, einmal bitte rechts ranfahren. So, allgemeine Verkehrskontrolle. Wir werden jetzt einfach irgendeinen Grund uns aussuchen, damit, weil der Wagen beschlagnahmt werden muss. So ein Ding ist das. So, das ist eine allgemeine Verkehrskontrolle. Einmal bitte Führerschein. Ja, die waren doch gerade bei uns im Laden. Nee, das war nur mein Partner. Doch. Das war mein Kollege. Einmal bitte Führerschein und Fahrzeugpapiere. Wieso? Sie sind doch vor der Tesla-Einheit. Sie wissen doch, dass kein Tesla-Einheit Tesla anhalten darf. Oh, warte, stimmt. Wir sind ja eigentlich von der Tesla-Einheit. Leute, stellt mir hier zu viele Fragen. Hände hoch und aussteigen! Oh, Leute, der will abhauen. Ich hab ihm Platten geschossen. Oh mein Gott, schnell hinterher. Oh nein. Wir sind aufgeflogen. Aber egal, wir flitzen schnell hinterher. Wir haben einen krassen Polizeitesla und der hat hier schon Platten. So, Endstation für dich jetzt hier. Fahrzeug stoppen. So, wisst ihr was? Hey, Mann. Ende im Gelände. So. Aufstehen! Monster, hier. Sie sind dasselbe wie aus dem Laden. So, Leute, der weiß mir hier zu viel. Na gut, Freunde, und damit haben wir den nächsten Tesla geklaut. Hier müssen wir jetzt natürlich mal noch schnell unsere Beweise vernichten. Zack, Molotow-Cocktail. So, zack, hier schön unsere Spuren verwischen. Den werden wir einfach abfackeln. Und den werden wir jetzt hier klauen, den getunten Tesla Model S von Prior, Leute. Der ist auch richtig, richtig viel wert. Oh mein Gott, das ist überkrass. Der ist natürlich ein bisschen kaputt. Müssen wir vielleicht reparieren, aber den bringen wir jetzt auch mal nochmal schnell zu uns, Leute. Let's go. Oh mein Gott, Leute. Und den nächsten krassen Tesla haben wir jetzt hier einfach schon wieder geklaut. Einmal hier reinfahren. Wie gesagt, muss repariert werden, aber alles gut, Leute. Aber ich sag's mal so, Freunde. Das sind natürlich alles, ja, ich würde sagen, ganz gute Tesla, ne? Roadster und Model S getunt und so.
kriegen wir bestimmt ein paar hunderttausend dafür. Aber das wirklich Krasse, was aktuell noch niemand hat, ist der Tesla Cybertruck, Leute. Und der ist gerade one of one bei Elon Musk. Das heißt, wir müssen rausfinden, wo Elon Musk wohnt. Und da habe ich auch schon eine Idee. Dafür müssen wir nochmal schnell zum Autohaus zurück, Leute. Let's go. Oh, Leute, ich vermisse hier echt das Lamborghini-Autohaus, ey. Ich bin echt mehr Lambo als Tesla-Fan. Was findet ihr besser? Schreibt es in die Kommentare. Aber, Freunde, kommen wir zum Plan zurück. Und zwar, ich weiß, dass sie da so ein PC haben und da wird die Adresse von Elon Musk nochmal genau drin stehen, ja? Weil so ganz konnte ich das vorhin eben nicht sehen und deswegen müssen wir da jetzt nochmal einbrechen und das genau rausfinden. Aber ich sehe schon, die haben hier die Securities aufgestockt, weil wir die jetzt ein bisschen hops genommen haben, Leute. Wir müssen jetzt hier ganz vorsichtig sein, die Stück für Stück ausschalten. Oh, einer läuft hier. Kommt hier verdächtig nah zu mir. Und wir werden ihn jetzt einfach mit Schalldämpfer ausschalten und bam, 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 weg mit dir. Okay, zack, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Die haben hier sogar die Eingänge zugesperrt, dass man hier nicht rauskommt. Aber so, wir wollen sowieso kein Auto mehr klauen. Wir brauchen jetzt nur die Adresse von dem. Deswegen stört uns das hier weniger. Okay, wir müssen jetzt hier einmal einbrechen. Zack, hier Tür auf. Oh, da ist der Nächste, da ist der Nächste, da ist der... Oh nein! Oh mein Gott, der hat mich bemerkt, aber alles gut. Hey, was ist hier los? Was ist hier los, Mann? Oh, 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 oh. Komm her! Oh mein Gott, da ist noch einer! Ba, ba, ba. Oh mein Gott. Okay, auch ausgeschalten, auch ausgeschalten. Oh mein Gott, da hinten kommen auch nochmal Schüsse. Da hinten sind auch noch Schüsse. Okay, warte, wie können wir den am besten ausschalten? Ich glaube mit einer Granate. Ich werde einfach eine Granate nach da hinten werfen. Und hier, frisst die Granate. Bam. Perfekt, Leute. Ich glaube, wir haben alle ausgeschalten. So, jetzt brechen wir hier kurz ins Büro von Elon Musk ein. Okay, Leute, wir müssen uns hier schnell einhacken. Und, oh, wir haben die Adresse. Hä, der ist ganz bei uns in der Nähe, da am Strand. Das ist doch das alte Haus von Iron Man. Ich glaube, Elon Musk hat das Haus von Iron Man abgekauft. Aber okay, ich weiß, wo er wohnt. Das ist gut. Okay, jetzt müssen wir schnell raus hier. Wir müssen jetzt natürlich noch den Tesla Cybertruck klauen, Leute. Lasst dafür jetzt ein Like und ein Abo da. Hä, wir stehen. Was ist das denn? Hä? Leute, die haben einen Panzer? Tesla Panzer? Ey, die wollen uns hier stoppen. Die wollen uns hier stoppen. Oh mein Gott, wir sind hier eingesperrt. Wir sind hier eingesperrt. Wie kommen wir hier raus? Wie kommen wir hier raus? Oh mein Gott, die drehen völlig durch. Die haben hier so Tesla Panzer, Leute. Oh, wow, 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 wow. Oh, 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 okay, 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 okay. Warte mal, mal gucken, ob wir die sprengen können. Aber ich vermute fast, dass die auch sprengsicher sind. Zack, Raketenwerfer. Bam! Oh mein Gott! Nein, 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 die sind gepanzert, die sind gepanzert. Zwei davon, es gibt zwei davon! Wir müssen hier unbedingt weg, aber ich habe kein Auto hier. Oh, nein, 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 nein. Die jagen mir hinterher. Wow, 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 die schießen auf mich, die schießen sogar auf mich. Ich muss hier schnell ein Auto klauen. Gib mir dein Auto. Raus mit dir. Oh, wow, 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 die schießen auf mich, die schießen auf mich, Leute. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Nein, 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 nein. Die crashen mich komplett. Die crashen mich komplett. Wir müssen hier abhauen. Wir müssen hier abhauen. Wow. Oha. Das sind so Roboter gesteuert. Die sind Roboter gesteuert. Oh nein, 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 Leute. Ich werde auf gar keinen Fall rechts ranfahren. Ich werde auf gar keinen Fall rechts ranfahren. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Mein Auto darf nicht kaputt gehen. Die crashen mein Auto hier komplett weg. Ey. Oh mein Gott, das ist hier die Spezialpoli, das ist hier die Spezial-Tesla Einsatz. Oh! Wow! Oh. Ich weiß auch nicht, wie ich die loswerden soll. Die sind hier zu zweit und die sind einfach gepanzert. Werden darum gebeten, recht ranzufahren. Ansonsten müssen wir sie eliminieren. Oh mein Gott, die wollen mich eliminieren, Freunde. Wir müssen hier abhauen, müssen hier abhauen. Wow. Warte mal, wie könnte ich die. Ich weiß nicht, wie ich die pranken kann. Warte mal, ich habe eine Idee. Das sind doch Computer nur. Das sind doch nur Computer. Eine normale Sprengladung reicht zwar nicht, um die zu stoppen. Ey, was? Von vorne sind die auch noch da. Aber vielleicht, wenn wir eine super Sprengladung machen. Ich muss hier Haftbomben an mein Auto dran machen und dann in die reinbrettern und explodieren lassen, Leute. Nur so kann es klappen. Oh mein Gott, die sind schon wieder vor mir, die sind schon wieder vor mir. Ausgewichen, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also so schlau sind die hier nicht, Leute, der Computer. Warte mal, ich habe eine richtig gute Idee. Wir verstecken uns ganz kurz hier in der Gasse. Ganz kurz hier Haftbomben dran machen. Oh mein Gott, und dann werde ich, das wird wie eine fahrende Bombe. Ich werde jetzt gleich hops nehmen. Und zack, okay. 5 Haftbomben dran hier. Oh, nein, 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 die sind hinter mir, die sind hinter mir. Oh, nein, 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 Leute, wir müssen jetzt im richtigen Moment in die reinbrettern und wir müssen dann natürlich rausspringen. So, okay, wir drehen jetzt mal, dass die hinter mir sind. So, jetzt können wir die loswerden, jetzt können wir die loswerden. Okay, da sind beide, das sind beide und... Wow, mein Gott, Leute. Oh. Alter, der Plan ist aufgegangen. Wir haben beide kaputt gemacht. Da ist noch einer, einer läuft da noch, einer läuft da noch, der schießt auf... Oh. Okay.
Okay, eliminiert. Okay, Leute, wir müssen jetzt uns schnell ready machen und dann werden wir bei Elon Musk einbrechen und den Cybertruck klauen. Okay, Freunde, wir sind jetzt gleich da. Ich habe mir übrigens hier noch ein krasses Tesla-Motorrad geklaut, Leute. Das sieht irgendwie auch richtig krass aus. Oh mein Gott. Okay, hier ist das Anwesen von Elon Musk. Bis jetzt sehe ich hier noch keine Securities. Mal gucken, ob wir hier den Cybertruck irgendwo finden. Er hat einfach das Anwesen von Iron Man gekauft. Checkt ihr das, wie reich er ist, Leute? Er ist einfach reicher als Iron Man. Okay, wir steigen jetzt hier am besten mal ab, Leute. Da vorne sehe ich schon jemanden rumlaufen. Leute, das ist Elon Musk. Und da ist dein Security. Und da ist der Cybertruck. Okay, die gehen da runter. Wisst ihr was? Ich mache jetzt hier einfach kurz einen Prozess. Ah nein, warte, jetzt sind die aus dem Sichtfeld raus. Wir müssen da näher ran, Ich werde die jetzt einfach direkt hier ausschalten und werde mir dann den Cybertruck klauen, Leute. Ich habe hier gar keinen Bock mehr auf... Da ist einer. Weg mit dir. Bam. So, Elon Musk. Dachtest wohl hier, du kannst mich hier hops nehmen, ha? Dachtest wohl, du bist hier cool, weil du einen Cybertruck hast. Bleib stehen, Junge. Weißt du, was das Ding ist? Weißt du, warum ich mir das Haus hier gekauft habe? Mach mir klar, dass so Leute wie du kommen. Wie? Wie meinst du das? Guck mal. Was? Guck dir das an. Er hat die Ironman-Fähigkeit. Power von Iron Man. Nein. Nein, oh mein Gott, Leute. Verdammt, ich hab... Leute, ich glaube, er hat irgendeine Panzerung in seinem Anzug drin. Aber das wird ihn nur kurze Zeit aufhalten. Müsst ihr weg, bevor er sich zu Iron Man verwandelt, Leute. Oh, was ist das denn jetzt hier? Oh, Alter, das sind Spezial-Tesla-Panzer hier wieder. Wow, zum Glück ist der Cybertruck gepanzert. Und 5 Sterne haben wir auch noch bekommen. Alter, aber der Cybertruck ist überkrass. Selbst Panzerschüsse hält er aus. Achtung, ein Kopfgeld von einer Milliarde hat Elon Musk auf mich ausgesetzt. Leute, das bedeutet ja, dass der Cybertruck so gesehen 1 Milliarde wert ist. Wir haben den 1 Milliarde Dollar Cybertruck geklaut. Okay, hier aus dem Weg. Oh mein Gott, ey, die Panzer sind zu krass. Die Panzer sind hier echt zu krass. Das ist ja wie 10-Sterne-Polizei hier. Die Tesla-Polizei oder Tesla-Militär hier. Ey, Leute, Elon Musk ist wirklich der mächtigste Mensch überhaupt. Hat eigene Militär, eigene Polizei, alles. Wow, aus dem Weg hier. Bam, aber den Cybertruck kann man nicht stoppen. Okay, jetzt müssen wir natürlich hier nur noch die Polizei hier loswerden. Tesla. Tesla-Schadensbericht. Cybertruck-Schadensbericht. 0% Schaden. 0% Schaden? Oha, Leute, der hält ja zu viel aus. Ey, das ist richtig nice. Oh mein Gott, vor uns wieder ein Panzer. Oh, nein, Leute. Wie sollen wir denn den Panzer loswerden? Wie sollen wir hier entkommen? Ich weiß nicht, wie wir es schaffen sollen. Die sind echt überall. Zack, zack, zack. Aber die 5 Sterne an sich werden wir los. Sie, ihr Abwehrmechanismus des Cybertruck aktivieren. Tesla, Flugmodus aktivieren. Flugmodus wird gestartet. Oha! Oh. Alter, der Tesla kann sogar fliegen, Leute! Oha, Leute, aber wir fliegen jetzt einfach weg. Ey, Digga, wer ruft mich denn jetzt schon wieder an? Hallo, wer ist da? Ah, Max! Ach, Tuan, du schon wieder. Was los? Was gibt's? Was ging ab, Max? Ja. Mein Gott, hast du gehört? Die neue Mercedes Wissen ist jetzt hier in Los Santos angekommen. Was für ein Mercedes? Wissen! Was ist Mercedes Wissen? Vision. Ach, dieses krasse Konzept-Car. Genau, richtig. Angekommen, Los Santos. Ah. Mann, das ist wieder lang zu kommen. Ich sag dir, ich brauche jemanden mit deiner Fertigkeit. Ey, warum war mir klar, dass du wieder willst, dass ich ein Auto klaue? Du rufst mich immer nur an, weil du willst, dass ich ein Auto klaue, ne? Du bist der Beste. Warum? Willst du reden, wie Kindern geht, wie Umwelt geht, oder willst du Business machen? Ich will Business machen. Also, ich rufe nur an, wenn Business da ist. Ich gehe dir nicht auf Sack oder so. Ja, okay. Finde ich gut. Ja, und du willst jetzt, lass mich raten, dass ich den klaue. Ja, aber du kennst nicht einfach, das ist kein Auto, wo du leihen musst, ein paar zweitgleis Security umblingen musst. Das ist der große Fisch hier. Das ist der ganz große Fisch. Das ist die Auflage, die ich niemals gegeben habe. Ah, okay. Ja, dann weißt du was, sag mir einfach nur, wo der vorgestellt wird. Alles klar. Du kennst doch die Pferdelenzbahn beim Casino gegenüber seinem Theater. Okay, ja, ich weiß, wo das Theater ist. Da wird ausgestellt, oh mein Gott, da voll mit Polizei, voll mit Security. Rüstet die komplett aus. Ah, das ist ein Klickstation da fast. Okay, alles klar, Touren. Ich schau mir das mal an, dann sage ich dir Bescheid, ja? Alles klar. Mach's gut, Bezahlung ciao. Doppelte wie immer. Tschö. Alter, Leute, habt ihr das gehört? Der neue Mercedes Vision wird heute vorgestellt in Los Santos. Touren hat uns natürlich wieder Bescheid gesagt. Und zwar soll das hier bei dem Theater sein. Das soll irgendwie eine Riesenvorstellung, ganz viel Security, ganz viel Polizei sein. Ich würde sagen, wir fahren da jetzt erstmal hin. Okay, meine Freunde, hier muss das irgendwo sein. Ja, genau, hier ist das Theater. Oh, okay, ihr seht schon das erste Polizeiauto. Wir schauen einfach mal, wie nah wir da hinkommen. Stehen bleiben. Guten Tag. Guten Tag, der Herr, wohin geht's? Ich möchte dir zur Mercedes Vision Vorstellung.
Mhm, das ist ihr Auto, Lamborghini, ihr? Ja, ja, das ist meiner, das ist meiner. Ich habe auch gut Geld, ich gehöre zu den reicheren Kunden. Okay, dann kümmern sich meine Kollegen vorne um sie, ne? Fahren Sie beide. Okay, Sie beide. Super, danke, danke. Boah, das hat ja schon mal easy geklappt, Leute. Der hat uns ja schon mal richtig gut easy durchgelassen. Die checken ja hier, glaube ich, gar nichts, die Polizisten. Oh, ich will unbedingt jetzt mal dieses... Alter, Leute, seht ihr das da oben? Da sind auch Scharfschützen auf dem Dach. Alter, was? Oh mein Gott, hier noch mehr Polizei. Okay, okay, hallo. Hallo, stehen bleiben, bitte. Ja, Officer. Einmal bitte rechts ranfahren. Okay, okay, ich fahr kurz rechts ran. Ey, das ist ich ja... bräuchte erstmal Ihre Dokumente, bevor ich sie weiterlasse. Was denn für Dokumente? Ja, Ihr Ausweis, Ihr Ticket, dass Sie sich überhaupt hier auf diesem Grundstück befinden dürfen. Ja, Ticket habe ich jetzt keins. Ich wurde vorne einfach durchgelassen. Ich dachte, das Ticket bekomme ich hier. Mein Kollege hat Sie einfach durchgelassen. Ja, ja. Das ist nicht in Ordnung. Ohne Ticket kann ich Sie leider hier nicht weiterlassen. Oh, ey. Darf ich mir wenigstens einmal das Auto anschauen? Dürfen Sie leider nicht. Ich würde liebend gerne eine Ausnahme für Sie machen, aber ich mache ja auch nur meine Arbeit hier, wissen Sie? Ich bin ein Mercedes-Benz-Fan. Ich bin leider nicht so nett wie mein Kollege, der da vorne. Ich muss halt die Regeln hier befolgen, wissen Sie? Vorschriften sind Vorschriften. Okay, okay, ist ja gut. Gut, gut, gut. Ja, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, vielen Dank für Ihr Verständnis. Ein schickes Auto haben Sie. Danke, danke. Machen Sie es gut, leben Sie wohl, auf Wiedersehen. Ey, Leute, ich mache jetzt einfach so, als wüsste ich nicht, wo es hier rausgeht und fahre hier noch so eine Runde, damit ich vielleicht mal das Auto sehen kann. Alter, Leute, guck mal, wie viele Securities hier sind. Da oben auch nochmal Scharfschützen auf dem Dach. Warte, warte, wir gehen jetzt einfach mal hin. Alter, ich glaube, hier ist diese Vorstellung. Ich glaube, hier ist die Vorstellung. Alter. Ladies und Gentlemen, die Auktion beginnt in 10 Minuten. Machen Sie sich bereit und die Checkhefte bitte einmal raus. Der junge Mann im blauen Lambo, bitte einmal zurückkommen. Mann, ich habe Ihnen doch ausdrücklich hier gesagt gehabt, Sie sollen sich bitte von dem Grundstück entfernen. Ich wollte nur einmal die Mercedes da vorne anschauen. Ja, aber Sie wollen, alle wollen hier irgendwas. Ich hätte ja auch so gern krass. So einen Lambo wie Sie. Der ist ja so aber krass. Aber man kann halt nicht alles im Leben haben. Nur weil ich zu arm bin, werde ich hier weggeschickt jetzt, oder was? Sie haben kein Ticket, Sie haben doch gar kein Problem. Eigentlich, das Geld haben Sie doch. Warum haben Sie sich nicht einfach so ein Ticket gekauft? Weil ich nicht eingeladen wurde. Nur die reichsten 2% der Bevölkerung wurden da zu der Präsentation eingeladen. So reich ja, bin anscheinend ich nicht. Gehören Sie dann leider nicht ja, dazu. Und dann muss ich Sie leider jetzt hier wegschicken. Tschüss. Alter, ey Leute, Sie sind ja hier richtig abgehoben. Aber habt ihr das Auto da vorne gesehen? Das ist irgend so ein krasses Future-Zukunfts-Mercedes-Auto. Ey, der ist doch safe 10 Mio wert, Alter. Touren wird mir da richtig gut Geld dafür geben. Wir müssen den auf jeden Fall klauen. Aber ihr habt es gesehen, normalerweise, also man kommt da nicht so einfach rein. Wir müssen da irgendwie einen Weg finden. Und ich habe auch schon eine Idee, Leute, wie wir das machen werden. Wir müssen uns irgendwie von hinten da anschleichen und müssen irgendwie auf diese Sitzplätze kommen. Warte mal, ich kenne mich ja hier zum Glück ganz gut aus. Wir fahren jetzt hier mal rum und werden das Ganze mal ein bisschen aus der Ferne begutachten erstmal. Warte mal, ich glaube, irgendwo hier müssten doch dann die Sitzplätze anfangen. Wir dürfen keinen Fehler machen. Sobald wir hier irgendwie Scheiße bauen, da werden wir bestimmt easy mindestens 5 Sterne kriegen. Oh, Leute, guck mal, wir sneaken uns hier von hinten an. Alter, richtig gut, richtig gut. Okay, Waffen habe ich auch schon im Gepäck. Wir nehmen mal die Sniper mit. Ich will jetzt nochmal das Auto mir richtig gut anschauen. Okay, wir sehen hier überall Securities. Alter. Okay, hier Polizisten. Alter, selbst auf der Bühne sind Securities. Und da ist dieses krasse Zukunftsauto. Wir werden uns jetzt hier mal reinsneaken, so ein bisschen auf easy, Leute. Auf ganz entspannt. Oh nein, da vorne kommt ein Polizist. Leute, wir müssen diesen Polizisten ausschalten und uns am besten als Polizist verkleiden. Der da gerade vorne angelaufen kommt, auf den müssen wir warten. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da vorne ist die Präsentation. Okay, wir müssen die alle nacheinander ausschalten, wie Hitman, Leute. Ich wiederhole, in 2 Minuten beginnt die Auktion. In 2 Minuten. Okay, wir müssen schnell sein. Ich geh schnell auf Toilette. Entschuldigen Sie? Ach so, weg mit dir, weg mit dir. So, schön, den haben wir weggeknüppelt. Bleib liegen, Junge. Perfekt, den haben wir weggeknüppelt. Leute, ich würde sagen, wir nehmen uns wieder die Klamotten von dem und werden uns schnell als Polizist verkleiden. Okay, Leute, ich würde sagen, weiter geht's. Wir haben uns jetzt hier als Cop verkleidet und werden uns jetzt hier mal ein bisschen reinsneaken auf die Auktion. So, da unten sind also die ganzen reichen Leute. Die müssen ja wirklich Multimillionäre sein, damit die hier bei so einer krassen Auktion mitmachen. Okay, 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 okay. So, Ladies and Gentlemen. Es geht los, die Auktion geht los, die Auktion geht los. Herzlich willkommen zur diesjährigen Mercedes-Ausstellung von Los Santos, zugleich auch die allererste. Also fühlen Sie sich geehrt, Sie sind bei einem geschichtlichen Ereignis dabei. Boah. Wie Sie sehen können, meine sehr verehrten Damen und Herren, in Befehlen befinden sich die ganzen GTS 63. Diese Mercedes ja, waren vorher der 0815 Standard für neureiche Leute. Wir haben es geschafft, die Innovation von Mercedes Alter, mit den Leute, neuesten Motoren von 1000 PS in so, diese Autos nacheinander hier ausschalten. Ein Auto hat einen Wert von 1,5 Millionen von diesen GTs, die hier hinten sehen. Ich werde den wegtasern hier.
Sie denken, oh, 1,5 Millionen für ein GT, wer zahlt das? Kein Problem. Spitzengeschwindigkeiten von 450 km/h, 0-100 in 1,8 Sekunden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist doch ein Schnäppchen. Boah, das ist okay. Aber wir wissen doch alle, Sie sind nicht deswegen hier. Darf ich Ihnen das neueste, beste, schnellste, innovativste Auto von ganz Mercedes-Benz vorstellen? Der Mercedes-Benz Vision! Oh mein Gott, oh mein Gott. Jetzt wird der Wagen vorgestellt, jetzt wird der Wagen gerade vorgestellt. Müssen die alle hier nacheinander ausschalten, weil der darf natürlich noch nicht versteigert werden. Nicht, dass der Besitzer dann damit wegfährt. Oder Leute, vielleicht ist das sogar noch ein besserer Plan, dass wir warten, bis der versteigert wurde und dass wir dann den neuen Besitzer überfallen. Das ist vielleicht auch eine richtig gute Idee. Okay, aber warte, wir müssen hier erst nach und nach die ganzen Scharfschützen ausschalten. Sehr verehrte Damen und Herren, dieser Night Vision schafft eine Spitzengeschwindigkeit von 800 Kilometer pro Stunde. Ja, Sie glauben mir nicht, keine Alter. Sorge, sobald Sie gekauft haben, können Sie es austesten. Es wurde alles getestet, zertifiziert. Gar kein Problem. Oh nein. Das neueste Touchpad. Sie benötigen nicht mal Ihre Hände zum Regulieren des Touchpads, sondern Sie können das mit den Augen machen. Wir haben einen Eindringling. Officer Roger wurde gekillt. Nein, die haben das gemerkt. Ja, Sie haben richtig gehört. Das können Sie im Auge hören. Die Felgen komplett carbon. Die haben das gemerkt, Leute. Eine Sekunde, kurze Werbeunterbrechung. Oh mein Gott, nein. Jetzt unterbrechen die Auktion, weil die gemerkt haben, dass da ein Polizist ausgeschalten wurde. Oh, wir müssen uns jetzt richtig ransneaken. Okay, wir dürfen jetzt nicht auffallen. Ich werde mich jetzt ein bisschen zu denen stellen. Guten Tag, Officer Sue. Hier wurde ein verletzter Kollege gemeldet. Ganz genau. Wir brauchen dringend Verstärkung. Okay. So, Ladies and Gentlemen, fangen wir mit den ersten Geboten an. Aber Moment mal, ich kenne sie gar nicht. Sie kommen mir gar nicht bekannt vor. Wer sind sie denn? Ich wurde hier zur Verstärkung hingeschickt. Okay, aus welcher Einheit? Aus welchem... Land sind Sie aus welchem Viertel? Ich bin aus dem Problemviertel von der Grove Street. Normalerweise kümmere ich mich so um illegale Tunings und so, ne? Mehr. Aber. Okay, darf ich mal Ihre Polizeidokumente sehen? Die habe ich in meinem Dienstwagen. Wollen Sie kurz mitkommen? Dann kann ja, ich Ihnen das mit. Zeigen. Gar kein Problem. Kommt so, fangen wir mit dem ersten Gebot an. Hör ich an den 100 Millionen, hör ich 100 Millionen. Der Herr in Orange 100 Millionen. Hör ich 200 Millionen. Alter. 200 Millionen zum ersten. 200. Oh, der Herr in Blau. 200 Millionen. Eindringling läuft hier immer noch rum. Wir brauchen dringend Verstärkung. Okay, Leute, ihr habt es gehört. Die Auktion geht voran. 100 Millionen werden hier für das Ding schon geboten. 250 Millionen. Ach du Scheiße. Ich habe gehört, 250 Millionen von dem Mann mit der schwarzen Krawatte. Wir müssen. Okay, warte. Hör ich 300 Millionen. Officers, kommen Sie mal bitte kurz hier mit, das ist mein Dienstwagen. Genau. Ja. Warte, ich muss den nur kurz hier rausholen, mein Ausweis. Können Sie sich bitte beeilen, wir haben nicht so viel Zeit, wir müssen dringend... Hier ist mein Ausweis! Oh nein, ich wurde bemerkt! Oh! Stehen bleiben! Ich habe sie gesehen! So, boah, das war knapp, Leute. Sehr gut. Ich habe alle ausgeschalten. Okay, Leute. Wir müssen jetzt auf jeden Fall noch unbedingt diese Scharfschützen da oben ausschalten, weil die könnten uns richtig Probleme machen. Da werden wir jetzt hochsneaken. Oh mein Gott, Leute, das ist so spannend. Ich habe da gerade irgendwie Gebote von 400 Millionen für das Ding gehört. Habe ich eine Milliarde gehört? Eine Milliarde! Oh mein Gott. Eine Milliarde zum Ersten. Eine zum Million? Zweiten. Das ist so krank. Zum Dritten. Verkauf! Oh mein Gott, das Ding würde für eine Milliarde verkauft. Wir müssen uns jetzt richtig beeilen. Ich werde jetzt nur noch diese Wachen da oben ausschalten und dann werden wir zuschlagen. Aber das Ding ist, wenn da diese Sniper oben sind, dann können wir natürlich nicht hier einen Schnapper machen, weil das ist zu gefährlich. Okay, wir gehen jetzt hier hoch. Die müssen wir jetzt noch leise ausschalten. Ey, Leute, da vorne sind die. So, komm, jetzt beeilen. Alle Einheiten, wir haben einen Eindringling bei der Auktion von Mercedes. Alle Einheiten, sofort hin. Die haben mich bemerkt, die suchen mich. Die sind schon auf der Suche nach mir. Wie kommen wir hier rüber? Ich muss springen. Okay, Leute, hier sind die Scharfschützen. Und... Weg mit denen. Sehr gut. Okay, wir gehen weiter. Okay, Leute, jetzt müssen wir zuschlagen. Alle verfügbaren Einheiten sofort zur Ausstellung von Mercedes. Nein. Die suchen mich. Höchste Gefahrenstufe. Oh mein Gott. Warte mal. Oh, wo ist der? Wir sind zum Glück noch als Polizist verkleidet. Vielleicht checken die das dann am Anfang nicht. Beiseite! Okay, sehr gut. Oh nein. Alle weg! Stehen bleiben! Oh mein Gott, die schießen aus allen Seiten! Stehen bleiben! Ah, sehr gut. Und jetzt rein da! Oh mein Gott! Hey, Security, was machen Sie da? Oh mein Gott, wir klauen das kranke Auto, Ich hab das eine Milliarde geboten! Oh nein, schenk fest! Okay, hat das Ding hier irgendwelche Spezialfunktionen, das Auto? Wir müssen mal testen, das ist doch ein Elektroauto, der müsste doch übelst schnell sein! Oh, Alter! Ey, die drehen hier komplett durch. Oh mein Gott, das sind die ganzen Securities von Mercedes. Die fahren auch alle AMGs. Nein. Oh mein Gott, ich hab den Wagen schon so geschrottet. Touren wird mich hassen. So, jetzt abhauen. Ihr kriegt mich niemals.
Ich muss Thurn anrufen. Hallo, Thurn? Was los, Max? Thurn, ich bin, hab die alle an mir dran. Ich muss die loswerden. Oh mein Gott, die machen hier sogar Straßenblockaden. Oh, Thurn. Ja, was los? Der Wagen ist schon voll kaputt. Wo soll ich hinkommen? Ich brauche Unterstützung. Wichtig ist einfach nur, dass du holen die Motor und so, der E-Blauch in die. Okay. Alles gut, weil von dem Wagen kannst du nicht viel erwarten. Sag ich dir, wie es ist. Nur, dass der Motor klappt. Motor wichtigste. Okay, alles gut. Wo soll ich hinkommen? Soll ich zu deinem Tempel kommen? Komm zu meinem Tempel. Ah, ich bin wieder bleibend. Verteidigungsanlagen okay, alles sind da, beleidigt. Alles da. Oh mein Gott, Leute, die ganze Stadt sucht uns. Wir haben $1 Milliarde Auto geklaut. Kein Wunder, dass wir 5 Sterne haben. Ey, der Wagen sieht auch aus wie Sau, Alter. Oh mein Gott. Ich hoffe, der zieht das durch. Ich hoffe, der ist gut gepanzert. So, here we go. Oh mein Gott. Bruder, das ist zu krank. Oh mein Gott. Und dann noch dieser extra AMG-Security, die haben links. Die Lenkung ist ein bisschen broke. Wir haben die Lenkung ein bisschen kaputt gemacht von dem Wagen. Es wird sehr schwer. Wir brauchen auf jeden Fall gleich Support von Touren. Ohne Support von Touren geht hier gar nichts. Nein. Komm. Scheiße, die Lenkung hängt. Das Ding ist richtig Schrott. Zum Glück will Touren nur die Motorisierung haben. Oh, fast geschafft. Wir sind fast bei Touren angekommen. Easy, Digga, easy. Oh nein. Stehen bleiben. Sie haben keine Chance. Stehen bleiben. Niemals. Touren. Max, was Touren, geht? Schnell. Komm los. Knallt die alle weg. Komm los. Oh mein weg Gott. Mit euch. Weg mit der Miss Polizei. Idee. Komm in den Tempel ein. Geh in den Tempel okay, ein. Okay. Hier, ich hab dir den Wagen abgestellt. Sind so hoch. Hol Auto mit. Fahr mit Auto weg, Sind so hoch. Oh mein Gott. Fahr Auto weg. Hallo, hast du mal gehört, ne? Max, komm raus. Luftlein. Ja, wir haben alles kaputt gemacht. Alter. Ach du Scheiße, Thurn. Wie viele Männer hast du hier, die für dich kämpfen? Müssen paar. Wiesen, komm wieder hin. Dahinter in den Wiesen. Okay, warte. Ich fahr den Wiesen. Du, packe Wiese. Wir müssen verflachte. Verfrachten, wohin? Wir fallen jetzt zum Flughafen. Okay, und ihr gebt mir eine Eskort oder was? Das ist genau. Kommt. Ist zu gefährlich. Ja. Okay, dann markiert euch alle im Navi Flughafen. Dann fahren wir da zusammen hin als Eskorte. Falls Polizei kommt, müsst ihr mich beschützen. So, folge mir, Max. Knallt alle weg. Alles, was die Polizei sieht, abknalle. Touren, ich habe wieder Fahndungslevel reinbekommen. Die fahren wieder nach uns. Ist noch nicht vorbei. Also jetzt aufpassen. Gut aufpassen. Echt normal, kein Jungs. Sind so Jungs. Okay, aufrücken, alle dicht zusammenbleiben in der Kolonne. Der letzte Urus dicht aufrücken, zusammenfahren, immer schön zusammenfahren. Wir kriegen gleich wieder Besuch. Guckt hinter uns. Alter, Leute, wie heftig das auch aussieht. Werden hier mit 3 Lamborghini Urus eskortiert, Junge. Das ist richtiger Mafia-Shit. Achtung, der LKW blockiert. LKW abknallen. Ganz. Eliminiert. Digga, Tourns Mafia ist zu mächtig. Die knallen einfach jeden weg. Polizei voraus. Leute! Abknallen. Wichtig, Jungs. Sehr gut. Alles klar. Okay, jetzt hier runter, Jungs. Gut. Zamp! Touren, hast du schon Cargo Plane bereit? Für Auslandstransport? Kommt jetzt alles. Ja. Digga, dieser Vision ist so Schrott, der Wagen. So. Lass in den letzten Hangar, hinten in den letzten Hangar rein. Ja, aber lass meine Jungs das erst überprüfen. Wenn Falle da drin ist, nix, der bin ich will. Okay. Jungs, dann Okay, ich warte wieder davor. So, alles Leine in Flugzeug rein. Wow. Max, die Leine. Leute, guck mal, was Touren hier für ein riesen Frachtflugzeug organisiert hat. Wow, shit, Leute. Nice, Mann. Okay, Touren, ich glaube, es ist besser, wenn ich auch erstmal mit ins Ausland gehe, ein bisschen untertauchen, weil wenn hier so viele nach mir suchen gerade. Leute, ihr fragt euch jetzt vielleicht, iCrimex, wo bist du? Was machst du hier? Meine Freunde, heute werden mal wieder Autos geklaut, aber nicht irgendwelche Autos. Heute sind wir auf einer geheimen Spezialmission, meine Freunde. Und ich habe hier schon einiges, Leute, aber wirklich einiges organisiert. Und zwar, ihr könnt schon sehen, ich habe hier ein riesiges Frachtflugzeug und habe hier mein Lambo dabei. Denn, meine Freunde, hier in der Nähe von mir, hier im Sandy Shores Gebiet, ist eine richtig heftige Autoausstellung, wo ultra seltene Hypercars vorgestellt werden, Leute. Und diese Ausstellung, meine Freunde, werde ich heute ausrauben. Aber natürlich ist die Ausstellung sehr, sehr gut beschützt. Da sind überall Wachen und so weiter. Also wir müssen wirklich richtig aufpassen. Die geklauten Autos werde ich dann hier direkt ins Flugzeug reinbringen und hier so schnell wie möglich die Stadt verlassen. Das ist heute der Plan. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze feiert. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal zu dieser Autoausstellung hin und dann werde ich euch erstmal zeigen, was da so abgeht, Leute. Und let's go, Leute. Ey, das ist zu krank. Wir müssen einfach hier vom Strand
aus mit diesem riesigen Flugzeug starten. Ich hoffe, das wird später alles funktionieren, denn meine Freunde, man muss hier wirklich an alles bedenken, weil wenn ich von einem normalen Flughafen aus starte, da wird die Polizei dann direkt auf mich warten, wenn die merken, dass ich diese ultra seltenen Autos geklaut habe. Deswegen starte ich hier vom Strand aus, Leute, wo uns niemand vermutet, und ich würde sagen, wir fahren da jetzt direkt mal hin. Das ist nämlich direkt hier im Sandy Shores Gebiet, beziehungsweise hier im Blaine County Gebiet. Hier ist nämlich diese Auto-Exotic-Ausstellung, Leute. Und genau das gibt es da nämlich auch, und zwar exotische Autos. Also da ist wirklich alles dabei. Lambos, Ferraris und... Oh, Leute, seht ihr das? Hier stehen direkt schon zwei Securities, allein nur am Eingang, Leute. Also das hier auf jeden Fall kein Schmalspurautohaus, nicht so wie das, wo wir sonst immer sind. Das ist hier was richtig Krankes. Oh, da steht direkt hier noch ein Security hier vorne. So, okay, wir parken hier mal den Lambo direkt, dass die Leute wissen, dass ich hier keine Schmalspur bin, dass sie mich hier reinlassen und so. Ja, alles gut, ich gehöre hier dazu, ne? Ich will mir hier ein Auto nur angucken, mach keinen Stress. Okay, so, sehr gut, Leute. Oh, warte mal, Leute, seht ihr den Typen da oben? Seht ihr den Typen da oben da? So, guck mal, den da, auf den ich gerade zeige. Der Typ ist da auch noch ein Security. Der überwacht das ganze Gebiet und der kann hier einen Alarm auslösen, Leute. Also, wenn ihm irgendwas Komisches hier auffällt, dann wird der einfach einen Alarm auslösen und hier kommt direkt Sondereinsatzkommando und sowas. Aber gut, wir gucken uns jetzt hier erstmal um. Heute ist ja jetzt erstmal noch Tag und so, ne? Alles gut, ich bin ja hier ein normaler Besucher von der Automesse. Ich denke mal nicht, dass die jetzt hier vermuten, dass die hier ausrauben will. Und oh mein Gott, Leute, schau mal, hier steht ein Lamborghini Veneno, Alter. Boah, richtig krank limitierter Lambo, Leute. Der kostet, glaube ich, irgendwie 3 Millionen oder sowas. Dann steht hier noch ein Lamborghini Huracan Super Trofeo. Also quasi so eine Rennversion von einem Lamborghini Huracan. Dann hier noch eine Rennversion von einem Lamborghini Audi R8. Ein Porsche 918. Alter, mit mit so einem Bodykit hier, so Spurverbreiterung. Dann noch ein Ferrari Roma steht hier auch noch. Ein Mercedes AMG GTR, Leute. Also auch ganz, ganz krank. Und hier nochmal ein Ferrari 488 Pista. Also hier sind wirklich ganz, ganz kranke Autos. Diese werden wir auf jeden Fall klauen. Ich würde sagen, wir klauen 3 Stück davon, denn ich habe vor, die nicht einfach so zu klauen, sondern ich will die Autos auch noch krass tun und an meine besten Freunde Tuan, Amir und Russik verschenken. Ihr wisst Bescheid, Leute. Die Frage ist jetzt nur, welches von den Autos hier würdet ihr klauen, beziehungsweise welche 3 Autos würdet ihr klauen? Ich würde sagen, Russik. Ich glaube, Russik mag so AMGs. Dann klauen wir hier den AMG für Russik, Leute. Amir ist voll der Porsche-Fan. Wir klauen diesen Porsche 918 mit Spurverbreiterung. Den werden wir für Amir klauen. Und für Touren brauchen wir was ganz Besonderes. Touren hat ja an sich schon alles, der ist ja ultrareich. Aber so ein Lamborghini Veneno, der ist halt richtig selten. Ich würde sagen, den klauen wir für Touren. Und Leute, schau mal, den habe ich ganz vergessen. Hier steht noch ein McLaren. Okay, aber wir wissen jetzt Bescheid. Wir haben hier ein bisschen ausspioniert. Hier sind auch überall Kameras, Alarmsysteme, 4 Securities. Ich würde sagen, wir warten ab, bis es dunkel wird und werden dann bei Nacht hier einbrechen. Hier sind 4 Securities, die wir auf jeden Fall ausschalten müssen. Da müssen wir richtig gut aufpassen. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zurück zu unserem Flugzeug. Denn da, meine Freunde, werden wir uns jetzt umziehen und werden Waffen schnappen und werden dann warten, bis es Nacht wird. Und dann werden wir hier in dieses krasse Autohaus einbrechen und 3 Autos klauen, in unser Flugzeug packen und hier direkt abhauen. Und im besten Fall bemerkt auch die Polizei nichts, Leute, und wir werden nicht verhaftet wieder. Aber ich würde sagen, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Let's go. Okay, meine Freunde, ihr könnt schon sehen, es ist hier jetzt langsam dunkel geworden, Leute. Das ist perfekt. Die Sonne geht unter. Das heißt, wir werden jetzt zuschlagen und dieses Autohaus ausrauben, Leute. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt mal ready. Ich habe hier quasi so meine mobile Einsatzzentrale. Wir nehmen uns jetzt hier mal alles an Waffen raus. So, zack, Ausrüstung nehmen, Leute. Zack, hier einmal alles voll machen. Boah, Leute, ihr könnt schon sehen, unser Inventar ist voll. Wir müssen hier direkt die richtigen Waffen ausrüsten. Wir brauchen auf jeden Fall Scharfschützengewehre, Schrotflinten, vielleicht noch was Explosives hier für Nahkampf und so. Perfekt. Und jetzt, Leute, werden wir uns noch umziehen. Ich werde jetzt hier meine Tarnklamotten anziehen, damit wir nicht auffallen. Oh, Leute, wir sind ausgerüstet. Wir sind jetzt hier, guck mal, wie getarnt wir sind, wenn es dunkel ist. Wir stellen uns hier irgendwo vor so eine Wand und man sieht uns einfach gar nicht mehr. Wir sind richtig getarnt jetzt. Zack, Waffen haben wir auch ausgerüstet. Schön mit Techlight. Mit dem Motocross werden wir da jetzt hinfahren. Und Leute, drückt uns jetzt die Daumen, weil das ist echt krass bewacht. Wir dürfen auf jeden Fall nicht den Alarm auslösen, ja? Wir müssen jetzt richtig gut auf der Hut sein. So, ist jetzt hier richtig dunkel schon, Leute. Die Sonne ist schon fast ganz untergegangen. Okay, Leute, wir werden jetzt zuschlagen. Schön in der Nacht, ohne dass wir auffallen, werden wir jetzt hier 3 Luxusautos klauen, direkt ins Flugzeug rein und aus der Stadt rausbringen. So, okay. Jetzt müssen wir hier richtig gut zuschlagen. Okay, am besten, Leute. Ich denke, am besten schalten wir diese Securities, die vor der Tür warten, erstmal mit einem Scharfschützengewehr aus der Distanz aus. Okay, wir gehen hier auf den Parkplatz drauf. So, okay, hier werden die mich nicht bemerken. Okay, perfekt, Leute. Sehr gut. Okay, jetzt Scharfschützengewehr rausnehmen. Und jetzt... Oh, nein, 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 nein. Hier, Scharfschützengewehr. Okay, wir müssen die jetzt ausschalten. Ganz schnell hintereinander. Wir sind nur alleine. Wir müssen die ganz schnell hintereinander ausschalten, damit es nicht auffällt. Schalldämpfer ist drauf. Okay, Leute. 3, 2, 1 und... Erster weg. Oh, nein, der... Oh, das war knapp. Das war knapp. Der wollte schon wegrennen. Wir haben ihn aber erwischt.
Okay, sehr gut. Weiter vorrücken, Leute. Ich hoffe, die haben den nicht bemerkt, Leute. Ich hoffe, die haben den nicht bemerkt, der eine Typ, der da umgefallen ist. Oh, Leute, nein. Schnell. Okay, schnell vorrücken. Oh, perfekt. Der Typ, der da vorne steht, hat's nicht bemerkt. Nein, Leute, der will den Alarm auslösen. Schnell hinterher. Nein, Leute, ich kann mir das jetzt nicht erlauben. Wo ist der Typ hin? Der wird uns verpfeifen. Wo ist der Typ hin? Da ist er. So, du, es tut mir leid, aber du darfst die Mission nicht gefährden. So, okay, leise. So, sei ruhig. Okay, jetzt ist nur noch, glaube ich, der eine Typ da oben. Auf den müssen wir jetzt richtig aufpassen. Weil wenn der den Alarm jetzt auslöst, Leute, dann wird hier direkt gleich Polizei und sowas kommen. Okay, Leute, da oben steht der. Wir müssen ihn jetzt ganz, ganz sauber ausschalten, ohne aufzufallen. Und zack. Oh mein Gott, das war ein sauberer Schuss. Sehr, sehr sauberer Schuss. Kein Alarm wurde ausgelöst, Leute. Und jetzt werden wir die Autos klauen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt hier einfach mal mit dem Auto für Russik an. Bis jetzt ist hier wirklich kein Alarm ausgelöst worden. Das heißt, wir haben noch keine Probleme mit der Polizei. Und jetzt werden wir den ersten Wagen klauen. Und zwar den AMG GTR Cabrio hier für Russik, Leute. Let's go. Wir fahren jetzt hier einfach mal raus. Alles gut. Niemand hat uns bemerkt. Niemand verfolgt uns. Das läuft ja wie am Schnürchen, Leute. Sehr gut. So kann es weiterlaufen. Ich hoffe nur jetzt einfach, Leute, dass wir mit da jetzt gleich zurückkommen, dass das alles weiter so gut läuft, ohne Probleme. So, zack. Das erste Auto schön wieder verladen. Schön reinmachen. Und zack, Leute. Perfekt. Der AMG für Russik. Den haben wir schon mal. Als nächstes würde ich sagen, machen wir den Porsche für Amir. Wir gehen jetzt schnell wieder zurück. Let's go. Oh mein Gott, Leute. Nein, was sehe ich da gerade? Die Polizei ist mittlerweile gekommen. Die haben das ganze Gebäude umstellt. Schau mal, hier sind allein 3 Polizei-G-Klassen. Ich weiß nicht, wie viele Polizisten hier sind. Hier sind allein mal 2. Ich denke mal, hier zwischen den Autos stehen bestimmt auch noch ein paar. Oh mein Gott, die haben das ganze Gebäude umstellt. Wir müssen uns jetzt richtig was überlegen. Aber ich glaube, die denken noch, dass ich da drin bin. Lass sie mal kurz ein bisschen beobachten. Mal gucken, was die machen. Kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Das Gebäude ist umstellt. Wir wissen, dass Sie da drin sind. Es gibt keinen Ausweg. Ey, Leute, habt ihr das gehört? Die denken, ich bin noch im Gebäude drin. Aber warte mal, vielleicht können wir das gut für uns nutzen, Leute. Denn ich habe gerade gesehen, guck mal, Leute, hier steht auch noch ein Polizeiofficer. Vielleicht können wir den einen Officer ausschalten und seine Dienstausrüstung, seine Klamotten holen, Leute. Und dann uns einfach als Polizist ausgeben und da einfach reinlaufen und niemand erkennt uns, weil die ja denken, dass der Täter da drin ist. Leute, das ist doch ein richtig guter Plan. Wir müssen uns aber kurz hinter den sneaken und müssen den leise ausschalten und hoffen einfach, dass uns hier niemand bemerkt. So, okay. Sehr gut. Jetzt leise den Typen hier ausschalten. Und oh, nein. Oh mein Gott, der wehrt sich. Sei leise. Oh mein Gott, Alter. Warum kann er sich so gut wehren? So, sei leise, Junge. Okay, Leute, gut, wir schnappen uns den jetzt kurz und werden ihn verstecken. Oh mein Gott, Leute, schaut mal, wie dunkel es hier mittlerweile geworden ist. Ich bin als Officer Crimex hier wieder unterwegs und jetzt werden wir einfach mal an den Leuten vorbeilaufen, weil die denken ja, dass der Täter noch drin ist. Okay, wir müssen jetzt hier ein bisschen mitspielen. Ja, guten Tag, ne? Ich check mal da drin die Lage, ne? Okay, sehr gut, Leute. Ich denke, ich bin einer von denen. Und jetzt können wir einfach direkt das nächste Auto klauen. Oh, Leute, aber wir kommen da jetzt nicht einfach so raus. Wir müssen jetzt, ich glaube, jetzt wird es gleich ein bisschen Action geben. Als nächstes klauen wir hier den Porsche für Amir, Leute. Diesen Porsche 918. Nein, nicht den Ferrari hier. Nicht den Ferrari. Den Porsche 918 wollen wir klauen. Oh, warte, dann müssen wir kurz hier zur Seite fahren. So, und jetzt hier schnell in den Porsche 918 rein. Ich nehme jetzt hier gleich schon mal Haftbomben raus, Leute. Okay. Jetzt gibt's hier Action. Okay, leise. Wir werfen erstmal ein paar Haftbomben raus, ohne dass sie uns bemerken. So, und oh nein, die bemerken mich und bam! Woohoo! Let's go, Leute! Oh nein. Oh nein, Leute, wir haben 5 Sterne, die schießen alle auf mich. Oh nein, hier kommt schon Polizei. Wow, wir müssen jetzt mit dem Porsche für Amir abhauen. Oh nein, Leute, der Plan ist echt ein bisschen schief gegangen jetzt. Aber alles halb so wild. Die dürfen nur nicht das Flugzeug hier an der Seite entdecken. Das wäre unser Ende. Wow. Okay, Leute, ich habe einen Plan. Es ist gerade dunkel, wir werden die Dunkelheit für uns nutzen. Ich werde jetzt einfach mal kurz hier ins Gelände fahren, werde jetzt hier die Lichter ausschalten. Wir werden uns jetzt hier einfach kurz irgendwo verstecken und warten dann ab, bis wieder hell wird, Leute. Ich hoffe, dann hören die auf, uns zu suchen. Wir sehen uns gleich wieder. Oh mein Gott, Leute. Wir haben uns hier in den Busch versteckt, die ganze Nacht über. Jetzt hat die Polizei gerade eben endlich aufgehört, mich zu suchen. Die machen ja hier richtig ernst. Schau mal, da unten auf der Straße ist noch voll viel Polizei. Die haben mir sogar so Straßensperren und so gemacht. Aber jetzt haben die zum Glück aufgehört, mich zu suchen. Mein Flugzeug haben die, glaube ich, auch nicht entdeckt. Oh, schau mal, hier laufen immer noch ein paar Polizisten rum. Aber alles gut, meine
5 Sterne sind weg, jetzt können die nichts mehr machen. So, und das bedeutet, wir haben das zweite Auto für Amir. Aber Leute, jetzt fehlt natürlich noch das wichtigste Auto. Oh, nicht ins Wasser, nicht ins Wasser. Jetzt fehlt natürlich noch das wichtigste Auto, und zwar für unseren besten Freund Turan. Und das müssen wir uns jetzt noch holen. Und ich könnte mir vorstellen, dass da jetzt noch richtig viel Polizei sein wird, Leute. Das gibt jetzt nochmal Action. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir das dritte Auto für Turan holen. So, erstmal hier kurz reinfahren und dann würde ich sagen, let's go, Leute. Oh, nein, 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 Leute, ich bin hier in die Nähe gekommen und habe direkt wieder 5 Sterne bekommen. Das tut mir leid. Oh, Leute, aber wir müssen natürlich noch das Auto für unseren besten Freund für Touren holen. Oh mein Gott, hier sind immer noch diese gepanzerten G-Klassen. Oh nein, Leute, ich sehe schon auf der Minimap, wie die mich hier gleich wieder umstellen werden, die Polizei. Schnell, 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 Leute, nur noch diesen Lamborghini Veneno, dann haben wir es. Nein, 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 hier gehen den Lamborghini Veneno rein, Junge. So, schnell, 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 Leute, schnell, los, 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 los und tschüss. Wow, oh mein Gott, wie viele. Wow, wie viel Polizei. Beiseite! Woohoo! Wow, 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 wow. Okay, Leute, ich glaube, am besten wäre es, wenn wir jetzt einfach schnell das Auto in unser Flugzeug reinmachen und so schnell wie möglich hier wegfliegen, weil ich glaube, die 5 Sterne werden wir jetzt nicht hier nochmal so einfach los. Wow, 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 wow. Oh, schnell, 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 alles verladen, schnell, alles verladen, Leute. Oh, nein, 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 Leute, das letzte Auto muss noch reingefahren werden. Shit, 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 shit. Wisst ihr was? Ich werde hier noch ein paar Haftbomben hinlegen. Schnell, schnell. Wenn die hier sich trauen, an den Strand zu kommen, dann werde ich hier Haftbomben zünden. So, okay, wichtig, wichtig. So, dann sollen die doch gleich mal kommen. Haftbomben sind gelegt. Jetzt schnell das letzte Auto hier reinfahren. Wow, 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 Leute. Und dann würde ich sagen, wir müssen jetzt hier kurz das Flugzeug verteidigen. Und dann schnell, schnell hier weg, Leute. Schnell hier weg. Kommen hier hinten welche? Ich glaube, hier hinten ist alles gut. Nein, die sind eher vor mir. Die wollen mich vor dem Flugzeug blockieren. So kann ich nicht abfliegen, wenn die ihre Autos vor mir abstellen. So kann ich nicht abfliegen, Leute. Oh, nein, 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 nein. Oh, ihr werdet mich niemals kriegen. Wow, 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 wow. Die Helis schießen auf mein Flugzeug. Wir müssen ganz schnell hier weg, Leute. Oh mein Gott, Leute, wir sind ins Flugzeug eingestiegen. Die Laderampe ist zu. Alles gut, Leute. Wir werden jetzt die platzierten Bomben zünden. Und Leute, let's go. Ihr werdet mich niemals kriegen. Wir haben 3 fette Autos geklaut und fliegen jetzt einfach mit den Autos weg. Oh mein Gott, die verfolgen mich noch. Oh mein Gott, die Helikopter fliegen mir noch hinterher. Okay, ich hoffe, wir können die hier gleich abschütteln. Aber ich glaube, wir sind auf jeden Fall schneller mit dem Flugzeug als die Helikopter. Würde ich jetzt mal vermuten. Aber es ist echt ein Riesenflugzeug. Aber nice, die Sterne blinken schon. Perfekt. Leute, die Sterne blinken. Wir müssen jetzt nur noch hier den Helikoptern ausweichen und dann haben wir es gleich geschafft. Wir fliegen jetzt Richtung Stadt und dann werden wir die Autos richtig krank auftunen und unseren Freunden schenken, Leute. Let's go. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir in der Stadt gelandet sind. Oh, Leute, und wir beginnen den Landeanflug. Vielen Dank in Ihr Vertrauen in iCrimex Airlines. Oh Gott, Leute, dieses Riesenflugzeug. Wir müssen langsamer werden. Wir sind viel zu schnell. Wir sind viel zu schnell zum Landen. Und Landeklappen ausfahren, Landeklappen ausfahren, Stabilisatoren rausfahren. Und jetzt ganz ruhig, okay, okay, perfekt, Leute, es ist doch der Pilot iCrimex. Oh, Leute, guck mal, wie sanft wir das Ding landen, guck mal, wie sanft wir landen. Und... Woo, let's go! Der Chefpilot iCrimex natürlich hier wieder am Start. Wir sind gut gelandet, unsere Sterne sind weg und jetzt können wir perfekt die Autos tunen. Oh mein Gott, Leute, wir haben es einfach geschafft. Die Autos sind sicher hier nach Los Santos transportiert worden. Aber ich würde sagen, wir ziehen uns erstmal diese ekligen Klamotten aus. Wir ziehen erstmal wieder unsere coolen Klamotten an und dann fahren wir mit den Autos in die Tuning-Werkstatt von Amir. Der hat bestimmt nichts dagegen, wenn wir die mal benutzen. So, das fühlt sich doch gleich hier wieder viel besser an mit den Klamotten. Wisst ihr was? Ich denke, ich werde jetzt einfach mal alle 3 Autos zu der Tuning-Werkstatt von Amir liefern lassen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, weil die hier alle einzeln hinzufahren, das ist schon aufwendig. Wir können ja mal mit dem Auto von Touren hinfahren und die anderen lasse ich dann hinliefern. Boah, Leute, der Wagen sieht ja jetzt schon absolut nice aus und der ist ja noch nicht mal getuned. Oh Gott, wir machen hier die ganze Seite kaputt, aber egal, wir müssen den Wagen eh reparieren. So ganz vorsichtig hier rausfahren aus dem Ding. Boah, Leute, wie geil das einfach mit dem Flugzeug aussieht. Und jetzt ab in die Tuning-Werkstatt von Amir und da werden wir die Autos jetzt nochmal richtig schön auftunen für unsere ganzen besten Freunde, Leute, weil die kriegen natürlich wie immer nur das Beste von uns. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, meine Freunde, mit welchem der Autos sollen wir anfangen? Ich meine, alle sind ultra krass. Sollen wir mit dem Auto für Amir, mit dem Auto für Touren oder mit dem Auto für Russik anfangen? Boah, ich weiß nicht. Komm, Leute, wir fangen einfach mal mit dem Auto für Touren an, Leute. So, hier ein Lamborghini Veneno kriegt der Gute. Wir fahren ihn jetzt mal hier in die Tuning-Station rein, öffnen jetzt hier das Tuning-Menü. Boah, Leute, das ist doch hier richtig nice gemacht. Okay, ich würde sagen, wir kommen erstmal zur Farbe, Leute. Die Farbe natürlich ganz wichtig. Man muss natürlich sagen, Tuans Lieblingsfarbe ist, glaube ich, so ein knalliges Gelb. Zumindest macht er seinen Tulus und OP-Tulus immer in so einem Gelb. Aber ich weiß, boah, dann geben wir ihm so ein richtiges Neongelb. Weil hier in der Tuning-Werkstatt von Ami können wir hier so richtig wirklich einen eigenen
Farbton erstellen. Wir geben so ein richtiges Neongelb, was schon fast ins Grüne rüber geht. So richtig neonmäßig. Wir drehen die Farbe. Oh mein Gott, auch hier voll aufgedreht. Guck mal, wie das leuchtet. Das wird Touren gefallen. Das wird Touren auf jeden Fall gefallen. So, dann geht's weiter, Leute. Dann brauchen wir natürlich noch eine Sekundärfarbe. So, jetzt natürlich die Frage, was für eine Sekundärfarbe machen wir jetzt hier einfach mal? Boah, Leute, man kann das schon richtig krass machen. Lila? Vielleicht so, boah, lila, es knallt irgendwie auch ein bisschen. So einen auf, weil Lituan trägt ja immer ein lilanes Hemd. Wow, oder sowas mit Blau, Leute. Was passt denn zu dem Gelb am besten? Ich würde eigentlich schon fast sagen Schwarz, aber das ist halt irgendwie ein bisschen langweilig, Gelb und Schwarz. Da muss schon, oh, Gelb-Rot. Oder wir machen ihn einfach full Gelb. Das ist halt irgendwie auch schon wieder krass, ne? Wenn wir den so voll Gelb machen. Grün, nee, Gelb-Grün, das beißt sich so ein bisschen. Rot, ja, geht auch noch, aber das sieht schon so fast clownsmäßig aus. Das darf halt auch nicht zu bunt sein. Gelb ist halt eine schwierige Farbe. Ich würde sagen, wir machen es einfach auch in dem gleichen Ton Gelb, Leute. So, Abfahrt, let's go. Das sieht doch schon nice aus, seid mal ehrlich. So komplett in so einem Neongelb, das tut ja schon fast in den Augen weh, Leute. Was können wir denn hier noch tunen? So, Spoiler können wir auch noch einen fetteren drauf machen. Wobei, nee, das, wir lassen den eigentlich. Das ist eigentlich schon gut, Leute, weil der Wagen, der sieht eigentlich schon so wunderschön aus, so wie der ist. Wir lassen ihn jetzt einfach mal. Ich würde sagen, ich finde eigentlich schon echt fast, dass der perfekt ist für Touren. Boah, schaut euch das mal wirklich an. Auch Interieur. Wenn da innen drin so alles auf gelb-schwarz angelehnt ist, das sieht so gut aus. Guck mal, ich zeige euch den mal hier von innen, Leute. Guck mal, so sieht... Oh, Leute, wie schön der einfach von innen aussieht. Okay, perfekt. Also der Wagen für Touren ist schon mal fertig. Ich bin mal gespannt, was ihr sagen wird. Dann, Leute, kommen als nächstes machen wir Amirs Auto. Hier so ein wunderschönen Porsche 918 Spider, Leute. Der auch schon aufgetunt ist mit so einem Bodykit, Leute. Aber die Farbe, ja, ist halt irgendwie so auf Galaxy-Ding angelehnt. Weiß ich nicht so. Ich glaube, wir müssen hier erstmal diese Galaxy-Folierung runter machen. Warte mal, das geht hier nicht. Wir müssen die erstmal so runter. Leute, ich reiß jetzt hier erstmal die ganze Farbe hier runter. So, weg mit der Folierung. Alles hier runter machen. Und Leute, die ganze Folie haben wir runtergerissen. Und Leute, ich habe hier direkt noch einen Spoiler drauf gebaut. Und habe hier das Dach abgeschraubt. Dass es hier so ein Cabrio ist mit so einem fetten Spoiler, mit so einer fetten Frittentheke hinten drauf. Aber ich würde sagen, die Farbe machen wir jetzt mal wieder gemeinsam. Weil hier können wir jetzt wieder was richtig Krankes gemeinsam machen. So, jetzt gehen wir mal hier zu den Farben, Leute. Und das Ding ist ja, ich weiß ja, Amir liebt orange. Amirs Autos sind immer orange. So, wir müssen jetzt hier erstmal das voll aufdrehen, so volle Helligkeit. Und Amir hat immer, oh mein Gott, wir machen ihm so ein knalliges Orange, auch wie bei Touren so. Nur nicht gelb, sondern wirklich so ein richtig schönes, boah, das muss so ein richtig krasses, ein richtig, oh, Leute, uiuiui, guck mal, das ist doch ein wunderschöner Orangeton hier. Sehr schön, das nehmen wir. So, dann gehen wir mal auf die Sekundärfarbe. Was können wir jetzt hier so machen? Secondary. Okay, gelb, finde ich, passt da als Sekundär nicht so bei Orange. Eigentlich muss man hier auch wieder hart auf hart Orange nehmen. Oder, Orange ist auch wieder schwierig, ne? Das soll ja auch nicht so clownsmäßig aussehen. Da könnte man, na gut, rot eventuell geht noch. Das darf nicht zu, oh, wobei so ein bisschen so auf blau hier. Das kann eigentlich schon, das kann schon ganz böse aussehen hier, so mit Neonblau. Wobei ich hier auch wieder hart auf hart sagen würde, Leute, lasst uns hier auch einfach orange machen. Macht man nichts falsch damit. So, auch wieder ein schönes Orange-Morange hier rein. Zack, Abfahrt. Guck mal hier, alles orange-schwarz, wie gut der Wagen aussieht. Ich glaube, Amir wird das Ding hier auch richtig gut gefallen. So, sehr schöne Kiste. So, perfekt, Leute. Uiuiuiui, oh mein Gott. Beide Autos schon sehr, sehr crazy. Und jetzt gucken wir mal, was wir für den guten alten Russik machen können. Hier mit dem AMG GTR. Der sieht aktuell auch noch sehr, sehr langweilig aus, würde ich mal behaupten. So, halt einfach alles nur so grau. Da geht auf jeden Fall noch mehr, Leute. Sage ich euch, wie es ist. Okay, Leute, bei Russik ist das Ding, er liebt ja die Farbe rot. Russik hat ja immer eine rote Farbe, rote Jacke an. Und seine Autos sind auch immer rot. Deswegen müssen wir auf jeden Fall hier auch ein richtig knalliges Rot drauf machen. Das Geile ist auch, der AMG hat hier diese Rallye-Streifen schon in schwarz. Ich glaube, das wird mit so einem richtig knalligen Rot übelst gut aussehen, Leute. So, hier orange. Was ist der beste Rotton? Hier geht es schon wieder leicht ins Pinke. Das will er, glaube ich, nicht. Hier, wir wollen das hier so ein ganz, ganz kräftig. Oh mein Gott, Leute, das ist auch schon so Neonrot, was wir hier wieder machen. Wild, ganz, ganz wild, Leute. So, jetzt gehen wir mal noch auf die Sekundärfarben. Secondary, so, was ist hier die Sekundärfarbe? Oh, oh, Leute, guck mal hier, der Bremssattel ändert sich. Auch sehr geil. Sehr, sehr nice, Leute. Da könnte man schon fast so gelb so ein bisschen als kleines Detail machen. So gelb und rot, das geht auf jeden Fall noch. Irgendwie so ein bisschen so ein kleines Detail brauchen wir hier. Ich würde da jetzt auch nicht nur rot machen, den Bremssattel. Das muss so ein bisschen... Ich glaube, mit einem gelben Bremssattel macht man da nichts falsch mit. Boah. Ja,
hat es dann innen drin auch ein bisschen und innen drin ist auch noch ein bisschen gelb. Schau mal, Leute, mit diesen gelben Bremssätteln, das sieht doch schon hier geil aus. Ich denke, das wird auch Russi gut gefallen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es ihm nicht so gut gefällt. Oh mein Gott, Leute, gönnt euch einfach mal, was wir hier erschaffen haben. Ich muss sagen, dieses Neongelb von Tourenswagen sieht einfach am krassesten aus. Die Autos sehen so, so gut aus. Ich würde sagen, Leute, wenn ihr sehen wollt, wie wir die anderen mit den Autos überraschen, dann lasst jetzt mal ein Like und ein Abo da. Dann werden wir in der nächsten Folge die Autos ausliefern. Ich bin gespannt, wie die anderen sich freuen werden. Und dann würde ich sagen, das soll es gewesen sein. Bis dahin, haut rein, Leute, euer Crimex.